Herzlich willkommen zu einem neuen Interview und heute habe ich den wunderbaren Sebastian hier im Interview. Herzlich willkommen, mein Lieber. Hallo, danke dir für die Einladung. Vielen Dank dir, dass du die Zeit nimmst. Der ein oder andere, würde ich sagen, wird dich vielleicht aus der ein oder anderen YouTube-Werbeanzeige vielleicht kennen. Na? Hoffentlich nicht. Du hast es im Vorwege gesagt, dass du in dem Moment, wo du deine Werbeanzeigen schneidest, noch voller Glanz denkst, Mann, das ist ein Meisterwerk geworden. Und das ist doch dann ein paar Tage später meistens so, vielleicht sollte ich die aktualisieren oder nicht. Na? Insofern ist das ein guter Einstieg für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen. Du bist ja in dem E-Commerce, in der E-Commerce-Welt sehr gut, glaube ich, angekommen, hilfst Online-Shops dabei, so wie ich es verstanden habe, relativ zügig zu skalieren, unter anderem auch mit dem Thema TikTok-Ads. Willst du ein bisschen erzählen, was du hinter den Kulissen so treibst, damit die Leute das ein bisschen einordnen können? Ja, klar, ganz, ganz kurze Backstory dabei. Komme selbst aus dem E-Commerce, habe selbst eine Fitnessmarke, beziehungsweise dann am Ende zwei Fitnessmarken zum Wachsen gebracht, eine gewisse Zeit lang. Dann kam die böse Grippe und dann hat ein bisschen umgesattelt. Und dann dachten wir, okay, mit den Erfolgen, die wir da hatten, haben wir ein paar andere Leute betreut. Das lief verdammt gut. Es kamen sehr viele Leute rein. Und nachdem sehr viele Leute reinkamen, kam auch sehr viel Stress rein. Dachten wir, okay, irgendwie ist dieses Businessmodell der reinen Agenturdienstleistung nicht das, was mir als tendenziell eher introvertierten Menschen so viel Spaß macht. Das heißt, hat nach einem höheren Hebelpoint gesucht. Und dann haben wir im Prinzip angefangen, mit etablierten E-Com-Brands auf einer Done-With-You-Ebene zu arbeiten. Das heißt, wir haben mit ihnen dann gepartnert. Wir kommen quasi rein als externes Growth-Department und sorgen dann dafür, dass in der schnellsten Zeit wie möglich, schneller als die meisten Leute denken, wir eigentlich einen extremen Enterprise-Value kreieren können. Und dabei sind eine Menge coole Erfolgsgeschichten zustande gekommen, auch viele, die dann irgendwie über RTL und so sehr krass berichtet wurde. Das war sehr interessant, was da so zustande gekommen ist. Und ja, das ist im Prinzip das, was wir jetzt machen. Wir sind ein bisschen weg von den kleineren Brands gegangen und bauen jetzt eher so Inhouse-Media-Buying-Teams bei den Brands auf. Das heißt, wirklich die Sache Inhouse zu bringen und ein paar Agenturen uns hassen zu lassen auf dem Weg dahin. Und das ist eigentlich so eine Thematik, die mich gerade auch am meisten reizt. Denn die ganzen Brands merken, okay, ab einem gewissen Level müssen wir die Sache Inhouse bringen, müssen das ownen und dabei helfen wir halt. Das heißt, dass wir erstmal alles richtig geil machen und sobald es geil ist, kommt es halt Inhouse. Und dann helfen wir halt, die Brands bekommen. Da ist ja so viel drin, wo ich tiefer einsteigen will. Das erste, Sebastian, da muss ich dir ein unglaubliches Kompliment aussprechen. Wir haben uns hier bei einem Tag in Hamburg kennengelernt. Und Sebastian, du saßt neben mir und meintest mir, ja, ich lebe hier in so einem kleinen Dorf, na, sitzt da in meinem Raum und mir macht es einfach unglaublich Spaß, irgendwie Werbeanzeigen zu schalten und dann ab und zu mal ein bisschen rauszugehen. Da blühe ich irgendwie voll auf. Und ich war so, Mann, das wäre ja auch mein Traumleben, ja? Also wirklich irgendwo zu sitzen, ja. Und du meintest, hey, wenn man introvertiert ist, glaube ich, das Beste, was man irgendwie haben kann, ne? Macht einfach mega Spaß. Und ich war gefühlt so wirklich Bruder im Geist und dachte mir so, er hat das irgendwie schon viel mehr verstanden, als dass ich es jemals ausgesprochen habe. Und genau das will ich auch irgendwie haben, ne? Und insofern war das irgendwie so cool zu hören und gleichzeitig diese coolen Case Studies, die du irgendwie gebracht hast, da würde ich auch gerne einsteigen. Fitnessmarke, ganz vorne, selber einfach Fitness-Enthusiast gewesen und gesagt, hey, ich suche mir ein Produkt und leg einfach los, oder wie ist das gestartet? Also es hat eine bisschen längere Startbahn gehabt, bis das irgendwie cool war. Also ich habe 2013 mit dem Jurastudium angefangen und anstatt jetzt die typischen Jobs zu machen, die du im Jurastudium hast, wie halt irgendwie zu kellnern oder irgendwie da in der Unibibliothek zu arbeiten, dachte ich mir, okay, irgendwie muss es da was Cooleres geben, so was auch irgendwie ein bisschen mehr Spaß macht. Und dann ging halt so SEO-Thema und sowas los. 2013 und sowas, da konnte man so richtig schön SEO machen. Und dann hatte ich einen Kumpel damals auch in der Schule, der mir das ein bisschen beigebracht hatte damals. Und dann dachte ich mir, okay, Blogs hochziehen, gucken, wo kann man gut ranken, dann so ein Amazon-Affiliate-Link draufklatschen und sobald es ein bisschen Geld gibt. Die guten alten Nischenseiten. Genau, der beste war ein Rasierer-Testvergleich und sowas alles. Das war richtig gut. Und dann geil, ey, da hat es bei mir auch drauf mit angefangen, ey, geil. Das war der Hammer. Und dann hat es auch Spaß gemacht. Wir haben ein paar Blogs verkaufen können und sowas alles. Das war ganz cool. Und dann bin ich über den Weg eigentlich zu dem damals größten Bodybuilding- und Kraftsportforum in die Redaktion gekommen. Weil die haben da so wirklich jetzt ein Content-Ding ausgebaut und das war da ganz cool. Und dann ging es im Prinzip los, dass 2016 so um den Dreh als Facebook organisch ein Thema wurde und so, als es richtig Reichweite hatte, weißt du, das waren lustige Zeiten. Die goldenen Zeiten von Facebook. Die goldenen Zeiten von Facebook, genau, ging es da bei denen auch los. Und dann in dem Zuge ging es dann da auch über Social Media Marketing und später dann halt über Paid Social. Und dort bin ich dann an einen Fitness-Influencer gekommen, der aus Hamburg kam.
Und dann haben wir dort eigentlich so gesagt, okay, cool, wir haben da so eine Basis, es wird nicht so viel Geld verdient, lass doch mehr draus machen. So, und dann haben wir eine Partnerschaft gehabt, eine lange Zeit, und dort eigentlich die ganze Vermarktung von A bis Z aufgezogen, diese ganze Monetarisierungskette und diesen Switch vom Influencer zu einem Brand-Owner im Prinzip zu machen. Und dabei ist man eigentlich jeden Weg komplett durchgegangen, den es so gibt. Also Aufbau von Pay-Social-Kanälen, mehrere Social-Kanäle, E-Mail, Shop-Aufbau, alles eigentlich am lebenden Objekt gelernt. Und dann haben wir das sehr, sehr gut gemacht. Dann kam noch eine Submit-Marke dazu, weil einfach die Monetarisierung da war. Und ist dann so diese E-Commerce-Affinität komplett ausgebildet worden. Ja. Wo ist das Jurastudium geblieben? Das ist fertig geworden. Echt? Ich hab alle, Glückwunsch. Ja, natürlich. Dankeschön. Aber ich hab auch gar keinen Spaß gemacht. Aber das war mir dann aber auch irgendwie so, dachte ich mir, die ganze Scheiße für nichts, das muss ich fertig machen. So. Aber ich hab nicht einen Tag als Jurist gearbeitet. Und ich habe ja dann faktisch auch ganz am Ende im Monat das verdient wie ein Anwalt im Jahr. Und dann dachte ich mir, boah, also das ist ein schwerer Sprung, da jetzt zurückzugehen. Ey, das wäre wirklich ein schwerer Sprung. Aber das ist so witzig zu sehen, weil am Ende ich das auch immer wieder, und die Diskussion hat mir auch so ein bisschen, dass es unglaublich schwierig ist, Media-Buyer zu finden in unserer Zeit. Ne? Also wirklich Leute, die irgendwie Full-Stack-Werbeanzeigen schalten können. Aber es ist witzig auch wieder, wie du dir deine Karriere so selbst gebaut hast eigentlich und wahrscheinlich von so einem Projekt in das nächste irgendwie geschlittert bist. Ne? Immer von den Fähigkeiten immer weiter sozusagen wachsen musstest. Und glaube ich aber auch ultimativ selbst irgendwann gemerkt hast, dass dieses Paid Advertising und sozusagen Werbeanzeigen ja wirklich so dein heiliger Gral sozusagen sind, richtig? Das muss ja auch irgendwas sein, dass man sagt, ey, ich gehe jetzt all in Werbeanzeigen eigentlich, oder nicht? Total. Gerade auch, weil ja diverse Sachen erforderlich sind. Und da können wir gerne auch nachher noch tiefer reingehen, gerade weil mich das von deiner Seite auch interessiert. Denn Werbeanzeigen ist ja auch noch nie so wirklich eine rein technische Sache gewesen, sondern immer auch eine total Copywriting-lastige oder vor allem auch marketing-psychologische Sache. Und das war eigentlich so ein Punkt, wo ich dann diese SEO anfange und halt diese Autor-Tätigkeiten, die dann eigentlich so, weil SEO früher war qualitative Texte schreiben. Da, wo ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist. Aber damals war das so. Da hat nicht geholfen, dass ich 100-mal The Rock Trainingsplan in einen Artikel geschrieben habe, um dann zu ranken. Die Zeit war da auch schon vorbei. So, das heißt, qualitative Sachen dann erst verbasteln und dann halt dieses datengetriebene Auslesen zu machen. Ne? Weil wenn man dann halt eine Affinität zu Technik hat, weil das finde ich zum Beispiel total geil, und dann halt dieses Copywriting mit verbinden kann. Das war eigentlich so diese Hochzeit von zwei Parteien, wo ich gar nicht wusste, dass sie existiert. Und deswegen hat es, glaube ich, bei mir so geklickt. Ich dachte, geil, da kann man ja richtig was machen. So. Und am Ende mit der befriedigenden, sozusagen mit dem befriedigenden Ergebnis, dass es bestenfalls zu Umsatz oder zu Abschlüssen führt, ne? Also ich glaube, da sind wir auch am Ende Vertriebler at heart wahrscheinlich, ne? Das ist klar. Technik, Kreativität und natürlich das Unternehmerische, dass es bestenfalls auch auf den Umsatz einzahlt, ist ja das Beste, was sozusagen passieren kann, ne? 100%. Führ uns mal heute durch, weil witzigerweise haben wir auch so ein bisschen diskutiert, was man mit unserem LinkedIn-Ads-Modell irgendwie machen kann, dass wir auch eigentlich hinkommen sollten, Firmen dabei so gut wie möglich zu helfen. Ich habe das mitgenommen und du hast so aus der Hüfte geschossen gefühlt, mir so eine Sprachnachricht rüber geschossen und so würde ich das in Video-Ads verpacken. Und ich habe die wirklich auf meinem Desktop, diese Sprachnachricht von dir, ne, die eigentlich bereit dafür ist, wenn unsere Strukturen hier fertig sind, das gut abbilden zu können, dass diese Videos online gehen. Ne? Wie ist dieser Prozess, vielleicht nehmen wir das mal in der E-Commerce-Welt irgendwie, weil das wahrscheinlich präsenter ist. Wie gehst du an sowas ran? Welche Kanäle wählst du aus? Na, wie gehst du an den kreativen Part? Na, mal so ein bisschen dein Brain zu picken, wie sozusagen der Prozess aussieht, wenn jemand mit dir startet. Ja, also wir müssen das gar nicht so krass auf die E-Commerce-Seite bringen. Wir können das auch natürlich auch in deinem Beispiel oder in dem allgemeinen Beispiel nehmen. Du hast ja immer so die Situation, dass wir, wenn wir über Marketing nachdenken, halt diese Direct-Response-Schiene als erstmal direkt vorne sehen. Denn das ist auch eine Sache, die verstehe ich besser als diese schwammige Alles-Branding, muss ich sagen. Das ist, da kann ich, bin ich auch raus. Nachvollziehen. Ja, Peter Thiel selbst sagt ja, I don't like branding because I don't understand it. Deswegen, also, daran halte ich mich. Daran halte ich mich, wenn Peter Thiel das sagt, reicht das für mich. und das verstehe ich total. Das heißt, wenn du sagst, okay, direkte Handlung auslösen mit Tätigkeiten, musst du überlegen, okay, wo hast du denn die größte Öffnung, um Leute dort zu erreichen?
Und als wir da bei dir drüber geredet haben, haben wir gesagt, okay, wo ist denn der Status quo der Leute? Das heißt, wenn ich über irgendein Produkt, über irgendeine Dienstleistung oder über irgendeine Thematik nachdenke, wie man die platziert, muss man eigentlich überlegen, wo ist denn jetzt gerade das Narrativ des Marktes? Denn es bringt ja überhaupt nichts, über das Narrativ des Marktes hinweg irgendwelche Messages zu verbreiten, denn die kommen da nicht an. Mhm. Wenn man jetzt anfängt und sagt, guck mal, du kannst für ein Unternehmen Social Media Profil aufmachen, ist faktisch jetzt nicht falsch. Aber irgendwie ist das nicht mehr so das heiße Ding. Also, wenn man das so sagen kann. Schwierig. Sehr schwierig. Und deswegen muss man da halt überlegen, okay, wo ist das Narrativ? Und als wir da drüber geredet haben, haben wir gesprochen, okay, was ist der Status quo im B2B-Marketing? Wo stecken die Leute? Und dann überlegt man, okay, wie können wir das auf die Plattform übersetzen, die wir nutzen wollen? Und bei dir hatten wir über das Thema YouTube Ads geredet. Das war mir dann so präsent, weil ich das ja jeden Tag dann auch in meinem Zwecke mache. Also Fun Fact, ich habe alles bei mir über YouTube Ads bei meiner Firma gemacht. Ich habe da gar nichts in Facebook Ads bei mir gemacht, aus dem einfachen Grund, weil ich über Geld rede und bist dann sehr, sehr schnell auf Facebook weg, wenn du halt über Geld und sowas redest. Das war sehr schwierig. Ja. Genau. Und mein ganzes Marketing ist halt super case-study-lastig. Das heißt, in jedem Screenshot sind Euro-Beträge zu sehen. So, das heißt, das ist sehr, sehr, sehr schwierig, das auf Facebook irgendwie zum Laufen zu bringen. Verstehe. Deswegen war YouTube so präsent und dann habe ich halt überlegt, okay, die Leute, die jetzt aktuell Interesse an deiner Dienstleistung haben könnten, wo holst du die halt ab? In welchem Wording? In welchem Messaging? Und dann wurde es eigentlich in das Ad-Skript reingedrückt, was wir immer fahren. So, das heißt, das war eigentlich eine Kombination. Und genau, also der Aufbau des Ad-Skriptes ist eigentlich immer gleich, den ich dir rausgehauen habe. Aber der ist halt mittlerweile drin, sodass ich das einfach so rausgehauen habe. Ist so, wie wenn du Text schreibst und du weißt, okay, es kommt die Headline, kommt eine kleine Überleitung, dann kommen deine Punkte, und dann kommt ein Outro. So, das ist im Prinzip genau das Schicksal. Das fühlte sich wirklich so an, als ob du das so aus der Hüfte geschossen hast, aber wenn man diese Ad so x-mal gemacht hat sozusagen, dann geht das natürlich in Fleisch und Blut über. Ne? Und willst du sagen, kannst du ein paar Sachen einfach so beispielhaft nennen, wie du an sowas in so einem Fall sozusagen auch vielleicht, was du mir in der Sprachnachricht sozusagen rübergeschickt hast, wie man das dann verpackt, dass auch Aufmerksamkeit bekommt? Weil ich glaube, das ist ja auch das Wichtige irgendwie. Und ich glaube, das habe ich auch mit anderen Leuten, so mit Marwan oder so mitbekommen, dass du ja auch versucht hast, aus ihm rauszukitzeln, hey, wir müssen irgendeine Botschaft finden, die überhaupt noch Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Ja, weil wenn man da der nette Onkel ist, der irgendwie, hey, hier ist mal wieder irgendwie was, ne, dann hört dir ja kein Mensch mehr zu. Na, hast du da irgendwie, was ist da so dein Winkel, so was rauszukitzeln, dass die Leute wirklich hinhören? Ja, du musst überlegen, dass gerade auf YouTube diese 5 Sekunden Skip-Chance dein großer Freund ist. Denn du willst ja optimieren, dass alle Leute, die für die jetzt nicht in Frage kommen, skippen, damit die endlich weiterkommen. Dann bezahlt man nicht, richtig? Das genau, ist die Logik. Wenn die komplett wegkommen, dann bezahlst du nicht für. Und du willst YouTube ja auch Signale geben, dass der weiß, okay, wem spiele ich das jetzt aus. So, das heißt, dass du die beiden Sachen da drin hast. Und da musst du überlegen, okay, wenn du deinen idealen Kunden hast und der den ganzen Tag mit dieser Thematik zu tun hat, dann kannst du dem einfach nicht mit so generischen Sachen kommen, dass er sich sagt, okay, ja, kenne ich. Also wenn mich schreiben halt Leute auf Facebook an und sagen, wusstest du, dass man online Geld verdienen kann? Ich so, boah, Ding, schwierig, keine Ahnung. Was ist das? So, sign me up, was ist das? Und dann denke ich mir auch so, okay, so das fliegt so krass unterm Radar, dass ich mir denke, nee. Und wenn man dann überlegt, okay, über welche Zielgruppe reden wir, bei Marwan ist natürlich die Freelancer gewesen, da habe ich mir auch gesagt, okay, was können wir jetzt machen, was so ein bisschen schockt? Und dann war es ein 500€ die Stunde Ding. Sag ich mir, genau das ist es. Das war ja eine der ersten Ads. Wir brauchen was, was kitzelt. Genau, das war eine der ersten Ads, die wir gemacht haben. Und ich meinte auch so, das schockt sogar mich, was du da erzählst. 500€ die Stunde? Boah, klingt richtig geil. Und dann haben wir das rausgehauen und dann war richtig Resonanz da. Und bei dir habe ich ja dasselbe überlegt. Ich meine, okay, wer sind denn die Leute, die sich das angucken? Wie können wir die ein bisschen schocken? Auf eine positive, also eine einen Game präsentierenden Weise, so was könnte ihm etwas helfen, auf eine negative Weise, ein bisschen Angst machen oder einfach so ein bisschen aufwecken, und die Leute sind ja gerade irgendwie so passiv am Leben führen meistens, oder halt auf eine sehr sensationelle Art und Weise, dass man den Leuten sagt, okay, hey, now you have my attention. Ja. Ey, und das sind super gute Winkel. Das Witzige ist, zwei Sachen habe ich irgendwie da mitgenommen. Zum einen dieser Case-Study-Ansatz hat mir unglaublich gut gefallen, ne, weil am Ende haben wir unser Unternehmen, der ist super stark, weil du kannst einfach sagen, hey, das ist das, was wir für uns zum Beispiel oder für einen Kunden geliefert haben, ne? Und überleg dir, ob wir das bei euch auch machen sollen. Das macht einen so ein bisschen unangreifbar auch, ne? Total. Digga, ich will dir nichts verkaufen, sondern das ist das, was wir hingestellt haben und wenn das interessant für euch klingt und fertig. Und habe wirklich mal die Analyse gemacht, wie viele Anfragen wir auch im letzten Jahr bekommen haben, also Kunden
Kundenanfragen und haben wirklich in den letzten 12 Monaten über 500 Stück bekommen. Allein ja, über LinkedIn über, glaube ich, 1,5 Millionen Umsatz darüber gemacht. Alles über diese eine Plattform. Und ich denke mir, das ist so, und so haben wir es angestellt. LinkedIn Ads plus einen Content Funnel und alles dadurch geschleust, ne? Und das war so cool, weil ich auch erstmal so Slogans genommen habe, so Jahresergebnis im Sinne, so haben wir wirklich 500 Anfragen über die Plattform bekommen und die Resonanz ist halt eine ganz andere, als wenn ich darüber rede, so kriegst du eine Anfrage pro Tag oder so, ne? Und das war spannend zu sehen, dass du es halt wirklich schaffen musst und das war, glaube ich, noch ein schwacher Hook sozusagen, dass du plötzlich die Attention von den Leuten viel mehr bekommst, als wenn du durch so ein mittelmäßiges Ergebnis irgendwie redest, ne? Total, weil du es mit einem ganz anderen gleichzeitig was du kannst. Ja. Genau, sorry, genau, weil du ja auf den Daten, ne? Und das ist sozusagen auch das, was ich bei dir mitgenommen habe, dass du ja super offen einfach die Case Studies vorstellst, ne? Die Leute sagen können, hey, das ist für mich interessant oder nicht. Und du nur sagen kannst, das ist unser Prozess, so sieht er aus, ne? Total. Kommen die Leute dann rein und sagen, hey, das will ich haben oder wie kommen die rein bei dir? Ja, das kommt tatsächlich vor. Oder die kommen rein und sagen, boah, damit hast du uns ganz schön Marktanteile abgegriffen. Wir haben schon gefragt, warum die Apps so teuer sind. Ernst? Ja, das gab's schon. Das war geil. Gerade mit der Robbie-Thematik, mit dem Rasierer. Ja. Das war, ja, es war sehr, sehr witzig. Aber ich kannte ihn auch schon vor, der gesagt hat. Aber es kommen die Leute wirklich rein und sagen, ich habe das gesehen, ich finde das richtig geil. Und es kommt halt eigentlich nur zurück auf so einen gewissen Punkt. Weil Menschen hassen es, wenn wir sagen, wenn uns jemand sagt, du musst das machen. Oder ich zeige dir, wie du das machst. Das ist halt so eine Sache, bevormundet zu werden, ist einfach scheiße. Wenn aber jemand sagt, guck mal, das mache ich, keine Ahnung, ob das für dich interessant ist, aber wenn du es interessant findest, kannst du mir vielleicht nachmachen. Und das ist ja so dieser Punkt. Also wenn du mal guckst, auf Instagram irgendwelche Business-Gurus sagen dann Sachen wie, du brauchst 7 Einkommensströme. Keine Ahnung. Also so typische Binsenweisheiten. Ja. Der, nimmst du mich wahr? So, ich denke, okay, wer ist das? Keine Ahnung. Aber dann, wenn wir zum Beispiel die Person, die wir gerade vorhin haben, Peter Thiel zum Beispiel sehen. Wenn Peter Thiel irgendwas sagt, wenn er sagt, ich putze mir 5 Mal am Tag die Zähne. Ja. Denkst du, okay, interessant. So, also, wenn der für dich eine Autorität ist, dann denkst du, okay, das ist interessant. Zähne putzen, das klingt gut. Also, so das heißt, wenn noch du. Noch halt, nie so drüber nachgedacht. Ja. Muss irgendwie was zu tun haben mit dem Erfolg. Und deswegen muss man überlegen, okay, kann man irgendwie eine Öffnung machen, die der Autorität verschafft, aber die nicht in der bevormundenden Art und Weise mit den Leuten spricht. Und das ist halt so ein Punkt, damit schaffst du eine sehr große Diskrepanz zwischen dir und dem Kunden, aber nicht auf eine negative, sondern auf eine positive Weise, weil er halt durch diese schnelle Labeling von ist das useful information, die du hast oder halt nicht, alles, was du danach sagst, halt eine höhere Resonanz bekommen kann. So, ich meine, guck mal, was Elon Musk twittert. So, es ist keine Ahnung, es ist jetzt nicht wirklich weltbewegend. Nee. Komm, wie viele Leute es interessiert. Ja. Und also natürlich will ich nicht sagen, was sind und sowas alles. Aber du hast halt, Menschen filtern Informationen anhand dessen, woher sie kommen. Und wenn wir es den Leuten leicht machen, die Informationen zu filtern, haben wir einfach eine viel bessere Chance, dass wir gehört werden. Ja. Da bin ich bei dir. Und das mit der Bevormundung ist tatsächlich recht spannend, weil ich auch immer so mit in Copies und so mit mir gerungen habe, ob ich die Leute so duze und sagen, du kannst das und das machen, aber so das zu drehen und so haben wir es angestellt, ne, macht das halt weniger bevormunden und die Leute werden neugieriger. Was aber bei dieser Case Study Thematik super spannend ist und was ich für mich gelernt habe, auch gerade wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, umso besser deren Case Studies sind, umso leichter wird ja gefühlt die gesamte Vermarktung, ne? Voll. Und das tatsächlich etwas super Sympathisches eigentlich, weil du ja dann auch jeden Kunden dahin eigentlich triezt, ey, baut eine coole Fallstudie an, mit der wir irgendwie rausgehen können, ne? Weil umso bessere Ergebnisse ihr habt, desto leichter wird auch alles andere für euch werden. Ne? Genau, zu 100%. Das ist halt eine sehr schöne Win-Win-Situation. Das haben wir ja auch, also wenn wir mit Kunden jetzt arbeiten und wir haben wirklich aktuell, das ist verrückt, was für geile Brands gerade bei uns am Start sind. So, dass ich mir wirklich nur denke, so, boah, cool, also wirklich, dass ich da happy bin, wenn ich ins Kundenprofil gucke. Und da denke ich mir auch so, klar, natürlich geil zu haben, aber andernfalls, jetzt dürfen wir auch so richtig liefern, weil es aligned das Incentive von dir mit dem des Kunden. Der Kunde möchte richtig geile Leistung haben. Ich meine, eine richtig geile Case Study, weil wir einen geilen Kunden haben, damit ich quasi meine Vermarktung besser machen kann. Das heißt, es ist halt einfach nicht net negativ, sondern halt positiv, dass du es drin hast. Und bei dieser Case Study-Geschichte, dieses Wort Case Study ist halt, finde ich, in der Vergangenheit oftmals falsch benutzt worden von den meisten Leuten, weil unter Case Study fiel eigentlich immer so dieses Wort, immer so ein VSL, war immer Case Study. Selbst wenn das so eine, aber wie viele Leute im deutschen Markt kennst du, die den langzeit profitablen VSL haben? Also, so viel gibt's da gar nicht.
so viel gibt's ja, Ich kenne eine Menge Alter. Sagen wir so. Eine Menge Alter. Und so gibt's wirklich nicht. Und da bist du halt in der Situation und fragst dich, warum? Die machen Russell Brunson Perfect Webinar Script oder was weiß ich. Das ist jetzt nicht so das. Aber weil halt einfach immer diese Maxime kommt mit, es ist ja voll die krasse Präsentation und ich erzähle dir, wie du dein Leben führen musst und was weiß ich. Aber immer, wenn ich einen VSL gemacht habe, der auf den eigenen Ergebnissen basiert hat, auf einer nicht angeberischen Art und Weise, sondern in einer, guck mal, das konnten wir, so haben wir es erreicht. Und wenn du das irgendwie auch machen möchtest, kannst du entweder die Information nehmen, die wir haben, die wird höchstwahrscheinlich nicht reichen, oder halt kurze Implementierung von uns. Und da bist du auf eine sehr sympathische und selling Art und Weise. Hey, das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich muss auch sagen, ich musste das erste Mal irgendwie Sam Owens ausgesetzt werden und dachte mir, da spricht einfach so ein super trockener Typ über, keine Ahnung, wie er 10 Millionen Dollar umgesetzt hat. Ne? Ja. Und ich dachte mir, ist so verrückt, wenn plötzlich so gefühlt so ein Ingenieur über so Umsatzzahlen redet, nimmt das so das ganze flashy Zeug irgendwie raus. Ne? Und das habe ich irgendwie so ein bisschen von ihm mitgenommen, dass ich auch dachte, hey, guck mal, ich traue mich irgendwie diese Summen in den Mund zu nehmen, weil ich sage, hey, guck mal, so haben wir es angestellt. Na, da steckt noch nicht das Versprechen drin, dass du das irgendwie hinbekommst, weil, wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung, ob du die Arbeit reinsteckst, ne? Selbst wenn wir das sozusagen Tag für Tag mit dir umsetzen. Aber trotzdem war es cool zu sehen, dass plötzlich mal jemand so völlig unflashy über seine Zahlen spricht und sagt, so haben wir es angestellt und das so einen Sog erzeugt hat, dass man gesagt hat, hey krass, der versucht mir nichts anzudrehen, zeigt irgendwie, was er Crazyes aufgebaut hat und man war so, ey, wie kann ich mitmachen? Na, wo kann ich buchen? Genau. Und ich glaube, der VSL von ihm, ich will nicht wissen, wie viele Leute er da durchgeschleust hat, ne? Und wie verdammt gut das funktioniert hat. Ne? Definitiv, also Sam Owens hat bei mir auch eine unfassbare Mindset-Shift. Das war auch, glaube ich, der richtige Startschuss in die Online-Marketing-Welt bei dir. Also ich wusste halt, okay, man kann sein Ding drehen so. Ich meine, wir haben da im E-Com-Space halt ein bisschen gemacht und sowas. Jetzt zur heutigen Welt ist im Vergleich, das war schon richtig gut. So, also ich kenne, sagen wir so, es gibt Brands, die machen viel weniger, als wir damals gemacht haben. Und das und die sind riesige Brands, die man kennt so heutzutage. Also Take-Home-Profit. Aber Sam Owens, der hat halt dieses ganze Consulting-Beratungsmodell in einer Art und Weise einfach erklärt, wie er es ja auch durchgeführt hat, wo man sich dachte, okay, der bringt gerade die Weisheit per Direktinjektion in meinen frontalen Cortex rein. Also ich habe mir wirklich gedacht, ich weiß nicht, Laserstrahlen durch meine Augen. Als ich mir das erste Mal angeguckt habe, ich bin ausgerastet. Ich saß wirklich auch in dem Webinar und dachte mir, holy shit. Ja. So nach und nach, witzigerweise, das hat er irgendwie clever angestellt, das sagte ich so im Nachgang, nach und nach findest du so ein paar Erkenntnisse in Büchern wieder. Und er hat nie sozusagen, also so wissenschaftliches Arbeiten wäre es jetzt nicht gewesen, aber er hat auch einfach nie die Quellen so erwähnt oder so, ne? Und man dachte immer einfach, er ist dieser allwissende Typ, 100%. Der all das weiß, ne? Ja. Und ich war so, Alter, woher weiß er den Scheiß? Und die Tage bin ich jetzt nach Hause gegangen und habe immer mehr das Gefühl gehabt, dass viele unserer Kundinnen und Kunden das Problem haben, kein skalierbares Angebot zu haben. Ne? Also wirklich viele individuelle Angebote haben, gerade bei Agenturen, ne, die so auf Zuruf super viel machen, gerade aber auch bei Beratungsunternehmen und so ist ja auch noch viel individuell. Und da bin ich zurückgegangen zu diesem Modell von Sam Owens, irgendwie mit der Nische, dem Problem, das Angebot liefert das Ergebnis. Ne? Ja. Und ich dachte mir so, 5 Jahre später kann ich diese Folie gefühlt wieder auspacken und die Welt damit wieder schocken und die Leute sagen, krass, so einfach habe ich Angebotserstellung noch nie gesehen. Na, ja. Und ich denke mir so, er hat da wirklich was entdeckt und ich glaube, es stammt ursprünglich aus Blue Ocean Strategy, das Modell. Genau. Aber denk mir so, heute könnte man das wieder auspacken und der gesamte Markt wäre wieder wahrscheinlich hyped, ne? Weil er so viele diese Einzelbereiche so geknackt hat, dass das heute immer noch alles funktionieren würde. Ja. Total, du hast halt dieses Hang, wie heißt das? Common knowledge is not common. Ja. Das ist halt leider tatsächlich so der Fall, weil du hast halt immer und immer wieder, so es ist, glaube ich, einfach menschlich, dass du die Core-Konzepte, die es so gibt, dass du immer wieder halt versuchst, ob es da andere Sachen zu gibt und du entfernst dich davon. Das ist ja im Fitnessmarkt genauso gewesen. Also wenn du wirklich Fitness, alle Produkte der Welt zusammenfassen möchtest, dann ist das, wenn du abnehmen möchtest, ist du weniger zu verbrauchst. Wenn du zunehmen möchtest, ist du mehr. Und Training ist sich wöchentlich ein bisschen zu steigern. So, das heißt, und dann halt in guten Übungen. Und das ist versuch das mal zu verkaufen. Ja. Genau, also es ist echt schwierig zu verkaufen. Das kannst du, wenn nur, als marktrevolutionierende One-Fits-All-Lösung im Prinzip verkaufen. Aber wenn du jedes Fitnessprogramm anguckst, das ist ja auch nur einfach ein Wiedercoin von genau das, von genau dem. Weil die ganzen Leute, oder wir alle, die ganze Menschheit, guckt ja immer, okay, was ist jetzt abseits von dem normalen Weg jetzt das, was eventuell auch funktionieren kann. Und bei Sam habe ich immer so das Gefühl gehabt,
es war eine Compilation, was ich im Nachhinein halt so gesehen habe. Sam hat einfach alles, das war wahrscheinlich die heftigste Leserat, die man sich vorstellen kann. Es war ja auch irgendwie Kursversion 6 oder so, die wir dann am Ende bekommen haben. Der hat einfach so viel Wissen so gut destilliert und dann halt in seinen Kurs gepackt. Wie du sagst, wissenschaftliches Arbeiten war das nicht. Und irgendwann habe ich dann mal Expert Secrets von Russell Brunson nachgelesen und dachte mir, war schon erschreckend ähnlich an manchen Stellen. Das kennt man doch, die Passage. Ja, ja, so haben sie sich, glaube ich, das Gleiche gedacht. Und dann, ja, aber das ist halt so eine Sache, es ist ja nicht falsch. Also definitiv nicht. Und immer wieder muss man sich darauf besinnen, denke ich mal, die richtigen Sachen zu machen. Ich lese aktuell auch Bücher einfach nochmal, so die ich vor 5 Jahren gelesen habe, und checke die einfach anders. Das ist halt ein guter Punkt für dich. Das ist wirklich ein guter Punkt. Und ich muss auch sagen, dass es da für mich irgendwie die Klarheit gewonnen habe und heute so dankbar bin, auch diese Sachen über Angebotsentwicklung und so gelernt zu haben, weil es ja so vieles einfacher macht, wenn man erstmal ein klares, standardisiertes Angebot irgendwie hat, sich auch überlegen kann, wie man die Service Delivery irgendwie systematisieren kann, Leute hinsetzen kann und das Ganze irgendwie funktioniert. Das ist ja das Coolste, was irgendwie passieren kann. Ja. Und sag mal so, Plattform gibt es sozusagen, du machst dann wahrscheinlich so eine ganze Analyse, wo ist das Narrativ des Marktes irgendwie, wie kriegen wir das irgendwie gespinnt sozusagen, dass es irgendwie Aufmerksamkeit bekommt und gibt es da irgendwie eine Abhängigkeit zu einer Plattform oder bist du da immer relativ frei und denkst dir so, was weiß ich, jetzt gerade bei TikTok sind die Klicks irgendwie noch relativ günstig und deshalb gehen wir dahin oder was ist so dein Ansatz, wo du die Werbung schaltest? Ja, also super Punkt. Es ist natürlich so, dass du nicht jede Plattform für alles einspielen kannst. Und Backstory bei mir war, ich habe mir ja alle Plattformen irgendwie selbst beigebracht, weil ich das Geld in meiner eigenen Tasche gespielt habe, dass ich es halt machen konnte. So, das heißt, da war ein schöner Incentive, da möglichst schnell alles zu lernen, weil ich mir halt sehr schnell gedacht habe, okay, warum soll ich nur eine Sache können, wenn es 5 davon gibt? So, Facebook ist voll geil. Weil, wenn ich das auch nochmal mit Google hinbekomme und Pinterest und das ist ja mega. So dieses auf einem Bein kann man nicht stehen und dann fühlt man das richtig, weil das alles on top ist. Und deswegen war ich halt nie verheiratet mit einer Plattform. Ich habe nur mal geguckt, okay, wo geht gerade am meisten? Und du hast halt eigentlich immer so die Situation, dass du die Technologie der Plattform und das Narrativ des Marktes matchen musst. So. Und ganz, ganz, ganz lange Zeit war Facebook einfach für alles das Beste, weil die einfach als Datenkrake alles bekommen haben. So, das heißt, du konntest höchst nischige Software B2B-Offer konntest du auf Facebook bewerben. Weil der Algorithmus einfach so krass war und die Klicks sind im Prinzip auch so günstig, dass sich das voll gelohnt hat. Mhm. Aber wenn du dann guckst, okay, ich glaube, jetzt würde ich es nicht mehr machen. Also jetzt würde ich keine SaaS-Founder auf Facebook ansprechen. So, also klar kann man es versuchen, aber jetzt zum Beispiel wäre LinkedIn eine viel bessere Plattform dafür, weil das Narrativ, glaube ich, gerade im Softwarebereich von Leuten, die dann irgendwie Software-Consulting kaufen würden oder sowas, die sind definitiv eher so die LinkedIn-User. Und genauso ist es mit TikTok jetzt, das ist eine neue Plattform, ist gerade voll in ihrer Blüte, denn die Preise sind noch sehr günstig und der Algorithmus ist sehr gut. Das heißt, man guckt dann eigentlich, okay, welche Produkt kann da hinpassen. Also wir haben einen Kunden im Portfolio, die verkaufen Fahrradtaschen und die Zielgruppe ist eher 40+. Die ist jetzt nicht so ganz auf TikTok. Ja. Also, es ist jetzt nicht so die beste Plattform. Aber andersrum, Ravi, dieser Rasierer, den wir da verkauft haben, der ist natürlich perfekt für TikTok. So, weil im Prinzip jede Frau und natürlich auch Männer, die es möchten, diesen Rasierer, musst du heutzutage alles... auf jeden Fall. Ganz klar. Dass du dort dann halt sagen kannst, okay, die sind definitiv TikTok-User und da passt das einfach voll hin. Das hat dann von den Unit Economics auch gepasst, weil das war ein 30-Euro-Produkt. Mhm. Und wenn du für einen Klick aber 1 Euro bezahlst, wäre das schon echt teuer, 30 Euro Produkte vermarkten. So, das heißt, es hat da so der Perfect Storm zusammengepasst. Und meistens ist es eher so, dass du guckst, okay, welcher Plattform-Mix macht am meisten Sinn? Denn jetzt nur auf einer Plattform unterwegs zu sein mit einem funktionierenden Produkt oder einer funktionierenden Dienstleistung, ist unterlassen Hilfeleistung. Wir haben einen Kunden jetzt, den wir nicht wirklich Kunde, sondern helfe ich halt denen beides. Mache ich bei ein paar Leuten ja auch nochmal so. Da haben wir jetzt Lead-Generierung auf TikTok gemacht. Ja. So, der hat ein Verkaufstrainingsoffer. Ja. Und der kriegt da Calls rein. Da bin ich fast vom Glauben abgefallen. So. Echt? Weiß er. Also wirklich. Crazy. Ja. Das ist aber spannend zu sehen. Ich glaube, da auch ein bisschen emotionslos zu sein, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. So ein bisschen Bauchgefühl zu haben, welche Plattform irgendwie funktioniert. Ich habe eigentlich zwei Sachen. Die erste Sache, die mich interessiert, ist, wie skalierst du so Kampagnen? Hat man beim E-Com sozusagen pro Produkt, was weiß ich, 30 Euro, hast du so eine Marge, wo du sagen kannst, was weiß ich, pro Verkauf muss ich irgendwie so unter 10 Euro bleiben? Oder was sind so Kennzahlen, die dir vorgegeben werden? Oder hast du einen monatlichen Ad-Spend, den du, und was wäre der Moment, wo du weißt, dass du aufdrehen kannst?
Das, ja. Weil das ist tatsächlich sowas, wo ich immer so bin, ey, ich habe Kampagnen, die super gut laufen, wo ich gute Termine bekomme, aber ich bin dann so, wenn ich die jetzt hochdrehe, ob das hält oder nicht. Und ich war immer so, nach welcher Kennzahl würde ich überhaupt gucken? Und insofern, da würde ich mich freuen zu hören, wie du das machst. Ja, wir können das einmal über die E-Com-Sache machen und dann kann ich dir auch gerne daran eine Antwort geben. Denn du hast bei der E-Com-Seite, du hast natürlich die COGS, den Cost of Goods Sold. So, das heißt, dass du guckst, okay, was kostet mich das Produkt überhaupt im Kauf? Und daraus rechnest du einen Break-Even-Roas, den du halten musst. Und du guckst dann, okay, wie doll kann ich pushen, bis der Break-Even-Roas im Prinzip erreicht ist, so dass ich quasi nicht tiefer gehen kann. Und da musst du halt überlegen, okay, habe ich eine Backend-Strategie, die im Prinzip aus dem einen Kauf vorne theoretisch noch einen zweiten machen kann. So, das heißt, der Break-Even-Roas verlagert sich nach hinten, weil der Zeitfaktor im Prinzip einsetzt. So, das heißt, je nachdem, was du halt für ein Businessmodell fährst, musst du gucken, okay, möchte ich Frontend profitabel sein, weil Backend kann ich vergessen, weil das Produkt eventuell nicht ideal ist für ein Backend. Oder aber lege ich alles darauf, um Bestandskunden zu bauen, weil ich irgendwie was verkaufen muss, nochmal gekauft werden kann und ich probiere das Produkt möglichst sticky zu machen. So, das heißt, du guckst dann, okay, wo sind halt die Bereiche, die ich einhalten muss und dann hedgst du im Prinzip einfach deine Wetten, um zu gucken, okay, kann ich mich im Schnitt unter diesem Wert halten? So, und E-Commerce ist das eigentlich recht simpel, weil du halt same day diese Werte siehst. Ich wollte gerade sagen, du hast ja same day sozusagen das Ergebnis, ne? So, natürlich würde ich nie same day media buying wirklich machen, dann musst du natürlich einen Wochenschnitt sehen, aber du hast dann direktes Feedback. Und in der Lead-Generierung, ich kenn's ja auch, ich habe meinem Offer jetzt ja auch über 2 Jahre gemacht. Guck mal, du gibst heute Geld aus, auf YouTube oder auf LinkedIn, da kommt ein Call rein, der ist in 3 Tagen. So, der macht ein Reschedule, dann ist der Call in 5 Tagen. Dann hört er sich das Angebot an, dann hast du ein bisschen Follow-up. Das heißt, von dem Tag, wo der Typ dich Geld gekostet hat, bis der Close, können auch mal 2 Wochen vergehen. Aber in den 2 Wochen hörst du nicht auf, Geld auszugeben, sondern gibst ja weiter Geld aus. Jeden Tag. Das heißt, du baust dir so einen Dip auf. Das heißt, deswegen ist ja der erste Monat, wenn du Lead-Generierung startest, der ekligste, wo du die ganze Zeit Geld ausgibst und nicht weit von der erste Close reinkommt. Weil es kann ja auch sein, nach Statistik, dass der 7. Call erst der erste richtig gute ist. Und danach closest du direkt wieder ein und du hast eine gute Closing gerade. Das heißt, das ist halt eine super schwierige Geschichte dort. So, das heißt, wenn du eigentlich guckst, okay, du bist in einem fortlaufenden Funnel-Geschäft drin. Das heißt, okay, du gibst jeden Monat dein Geld aus für Ads, du kriegst jeden Monat deine Calls und du siehst deine Monatsschnitte und du siehst dann halt overall, die letzten 2 Wochen zum Beispiel waren extrem profitabel. Dann musst du halt gucken, okay, kann ich mehr spenden, ohne dass meine Kosten pro Call explodieren? Weil das heißt dann ja im Prinzip, okay, das ist deine greifbarste Quote. So, weil das ist ja, nach der du erstmal optimieren kannst. Und Nummer 2, was nutzt du für eine Form von Tracking, um zu gucken, welche Ad jetzt im Prinzip überhaupt den Sale gebracht hat? Denn das ist halt so ein Punkt, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, wir sind bei Hyros VIP-Agency und sowas drin, aus dem Grund, dass es funktioniert. Denn ansonsten hast du in der Lead-Generierung mal gar nicht die Situation, dass du den Sale auf die Ad zurückführen kannst. Du kannst sehen, welche Ad den Call gebracht hat. Aber Call heißt ja nicht gleich Close. Und ich hab Ads bei mir, die bringen mir total günstige Calls, aber kein Close. Und genauso andersrum habe ich Kampagnen, die sind von allen Fakten her scheiß teuer, aber Sales war hochqualitativ. So, das heißt, du kannst natürlich den Overall-Ad-Spend sehen, aber letztendlich musst du sehen, welche Ads an sich bringen dir denn die Umsätze. Und wenn die passen, dann solltest du einfach mehr Geld ausgeben und dem Prozess vertrauen. Es ist ein bisschen, ich vergleiche es ein bisschen mit Pokern, habe ich immer das Gefühl, ne? Es ist immer ein bisschen, seine Chips irgendwie zu setzen und die Wette einzugehen, dass es funktioniert oder dass es nicht funktioniert. Und es immer ein gewisses Risk sozusagen gibt. Wenn du die Daten hast, dass es in der Vergangenheit funktioniert hat, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass es auch in der Zukunft sozusagen funktioniert. Und das ist ein super guter Punkt. Tatsächlich, ja, ist es etwas, was ich auch im Blick jetzt habe. Ich habe so 4 bis 6 Wochen gucke ich mir den an, Cost per Acquisition, per Client sozusagen, was wir bezahlen. Ne? Und da ist ja auch schon mal so eine ganz gute Indikation, wie wir irgendwie kommen. Und was ich ein bisschen gedanklich getrennt habe, wo ich deine Sichtweise gerne sehen würde, ist, dass ich das Gefühl habe, im B2B-Bereich, gerade bei so größeren Investitionen, ist es ja, dass die Leute, du musst ja den Moment erwischen, wo sie den Bedarf eigentlich haben. Es ist ja nicht so, keine Ahnung, ich sehe eine Werbeanzeige für Socken und kauf mir direkt Socken, ne? Sondern, keine Ahnung, jetzt gerade läuft alles bei uns und alles tuti, aber in 2 Monaten, da will ich irgendwas mit LinkedIn Ads machen und dann melde ich mich. Das bedeutet, dieser Retargeting-Layer ist ja irgendwie viel, viel wichtiger, als man irgendwie denkt, ne? Gleichzeitig bei YouTube zum Beispiel wüsste ich gar nicht, wie Retargeting irgendwie aussieht. In meinem Kopf ist es so, dass ich ja irgendwann auch über die Zeit eine relativ große Audience aufbaue von Leuten, die mich schon kennen und auch relativ viel eigentlich daran arbeiten könnte, die nur konvertiert zu bekommen. Versuchst du das mit den guten Cold Ads sozusagen zu erschlagen oder machst du auch Ads gezielt für Leute, die schon warm sind? Da waren jetzt 2 Themen drin. Thema Nummer 1 ist ja im Prinzip,
Demand zu capturen oder Demand zu erzeugen. Mhm. So, weil du sagst, okay, mit Ads an sich capturest du ja eigentlich nur 3% des Marktes, die jetzt gerade wechseln wollen oder die jetzt irgendwie was machen wollen, die LinkedIn starten wollen. So, und das heißt, wenn du ein Angebot hast, sollte das eigentlich von den Unit Economics so passen, dass mit diesen 3%, die du nur erreichen kannst, ein Angebot profitabel ist. So, definitiv. Mhm. Das heißt, da kommt einfach her, dass du über Ads High Ticket verkaufen musst heutzutage, weil bei den CPM-Preisen, die du hast, macht das sonst keinen Sinn. So. Ja. Das heißt, das muss passen. Im Idealfall hast du halt irgendwie ein fünfstelliges, teilweise auch mittelhoch fünfstelliges Investment, so dass du halt eben mit diesen 3% des Marktes einen guten Umsatz machen kannst. Mhm. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich will die noch weiter pushen, und an die Situation bin ich zum Beispiel sehr stark gekommen, weil so viele E-Commerce-Brands in Deutschland, die über 30.000, 40.000 im Monat machen, gibt es gar nicht. So, das ist es gibt 10.000 Shopify-Shops in Deutschland. Ja. Das, und das ist, wie gesagt, die offizielle Ziffer, so, die ich mir mal angeguckt habe vor 2 Jahren. Und davon machen ja nicht alle die Mindestanforderungen. Ich wollte jetzt sagen, was ist dann realistisch? 500 oder so? Tja, ich denke ein bisschen mehr so, aber gut, das ist halt so ein Punkt. Es gibt noch andere Shop-Systeme, es gibt auch Österreich, Schweiz und sowas alles. So, das hat schon gepasst. Aber du kommst halt sehr, sehr stark in den Bereich, wo du halt die Leute, die jetzt starten wollen, abschöpfst. Das wollte ich damit sagen. Und das heißt, du kannst natürlich einmal über die Retargeting-Sache arbeiten und die Leute immer und immer wiederholen. Aber ich denke, eine Sache, die du selbst gar nicht verstehen hast, dass du die gemacht hast, ist halt, dass du durch deine Art des Content extrem Demand kreiert hast. So, weil wenn du jetzt folgst und der Content kommt, dann bewirkst du was bei den Leuten. So, und ich habe das jetzt vor kurzem selbst gemerkt, weil ich das erste Mal nach über 2,5 Jahren tatsächlich mal ein organisches YouTube-Video gepostet habe, was Breakthrough-Event sonst was war. Das ist absolut der Hammer. Aber da ist halt so die Situation gewesen, dass da Leute wirklich mir gesagt haben, ich hatte gar nicht vor, irgendwie mit uns zusammenzuarbeiten. Ich habe ein Video gesehen und das ging direkt in meinen Kopf rein. Und dann hast du wirkst halt bei den Leuten. So, das heißt, der Content arbeitet ja an denen. Ja. Und ich habe dir ja auch eine gewisse Zeit auf LinkedIn gefolgt. Und dann merkt man ja auch irgendwann, boah, Alter, der sagt das. So, jetzt beim 8. Mal macht das schon, hat das schon Hand und Fuß, so was der da so sagt. Und auf einmal denkst du dir, krass, und dann hast du mal eine Situation, da hängst du mal abends und dann hast du irgendwie die letzten 3 Sales Calls versenkt. Dann denkst du dir so, und dann sieht man von dir eine Post. Und dann sagst du so, also Sales ist für mich gar keine unangenehme Sache, weil die Leute wollen schon direkt kaufen, wenn die so, also Social Selling halt. Und du denkst dir so, boah, okay, also das hätte ich jetzt schon gerne. Und du pflanzt halt einfach den Samen mit den Leuten mit dem Content, den du machst. Das heißt, du brauchst immer zu deiner Demand-Capture-Strategie eigentlich eine Demand-Creation. Mhm. Demand-Generating-Komponente, das du dir hast. So, das definitiv. Und Thema YouTube und Retargeting, alles drum und dran. Du kannst auf Google generell retargeten, klar. Das ist ja, YouTube ist ja Teil des Google-Netzwerks, so, da ist ja alles mit drin. Aber ich persönlich habe es einfach über eine hohe Frequenz gemacht. Und deswegen sind Leute, die in meiner Zielgruppe waren, haben einfach so viel Ads von mir bekommen, dass die dann einfach irgendwann, nur damit es aufhört, klicken wollen. Und das ist halt, da sind die Chancen. Aber klar, das geht. Und ich sehe auch wieder, dass der Markt sich dahin entwickelt. Also wir konnten 2 Jahre echt faul sein, ohne Content zu machen. Und das habe ich voll gemacht. Also ich habe nicht einen einzigen organischen Post irgendwo gemacht. Und das war heftig, so was dabei rumgekommen ist, klar. Also es war ja knapp 8-stelliges Umsatzvolumen, das da im Prinzip über den Funnel gekommen ist. Aber du siehst halt einfach, dass wenn die Preise steigen, wenn die Demand sinkt, du halt irgendwie gucken musst, wie kann ich mit die Demand abproduzieren. So, und das hast du, glaube ich, schon immer sehr, sehr gut gemacht. Und wenn man die richtige Reihenfolge beachtet, dass man erstmal ein organisches Offer aufbaut und dann das Preis befeuert, dann tut man sich selbst natürlich auch einen Gefallen, das zu machen. Und das ist spannend, dass du das sagst, diese Unterscheidung sozusagen mit Demand sozusagen einzufangen, der da draußen ist. Ne, genau. Ich merke, dass zum Beispiel bei LinkedIn Ads gibt's wirklich so ein Demand, wo die Leute nur das Stichwort hören müssen und sagen, wir brauchen einfach jemanden, der für uns Werbung schaltet. Ne? Genau. Und du weißt nicht mal, ob das Sinn macht für die, sondern so, brauchen wir buchen. Ne? Das war vor 2 Jahren Facebook diese, noch so, oder vor 2,5 Jahren. Ja, Facebook okay. Das war krass. Weil das habe ich von Perry Belcher mitgenommen, ne, dem alten Internet-Urgestein. Mhm. Der meinte, alle seine erfolgreichen Unternehmungen hat er entweder bewusst oder unbewusst einen Trend mitgenommen. Ne, und meinte, er wäre nicht so eine geile Sau, wie er immer dachte. Ne. Ja. Und das war so spannend, das zu verstehen, auch so ein bisschen zu gucken, was du gesagt hast mit dem Narrativ des Marktes. Ne, was ist gerade so irgendwie, was wird gehypt, was wird getrendet, was kann man vielleicht wirklich mitnehmen, ne, wo kann man den Leuten gut helfen. Und gleichzeitig ist es ja auch eine Wissenslücke, ne? Also zum Beispiel in den Live-Trainings, die wir gehalten haben, schließen wir eigentlich eine Wissenslücke, dass die Leute gar nicht wissen, was mit LinkedIn möglich ist. Ne? Gehen da raus nach einer Dreiviertelstunde und sind so, fuck,
Das kann man ja wirklich als Vertriebs- und Marketingkanal aufbauen. So habe ich das noch nie gesehen. Ich dachte, ich melde mich da an, um Karriere zu machen, baue eine Firmenseite und klatsch, wenn mein Chef was postet. Aber da kann ich ja wirklich Abschlüsse machen, ne? Und das ist eigentlich spannend. In der Dimension habe ich es nie gesehen, dass ich dann ja wirklich Demand kreiere und die Leute sagen, ey, genau das brauche ich, ne? Das ist halt auch die beste Situation, in der du sein kannst, wenn du zwei Schritte weiter bist als das Narrativ des Marktes und die Leute quasi einfach nur aufholen lassen kannst in der Art und Weise, wie du halt wirkst. So, und das ist bei mir, ich beschreibe das total, was du gerade gesagt hast, denn also wenn ich überlege, was war ich vor 3 Jahren für jemand? Also ich habe eigentlich viel zu viel Glück gehabt, als ich dürfte. Also definitiv, denn du hast immer so die Situation, ich glaube Warren Buffett sagt das auch, er würde immer auf einen durchschnittlichen Unternehmer in einem guten Markt wetten als andersrum. Ach, und krass. Ja. Als auf einen guten Unternehmer in einem durchschnittlichen Markt. Und total. Und ich sehe bei LinkedIn erst da einen riesigen, riesigen Punkt, denn ich habe das selbst gemerkt. Also ich bin normalerweise so ein typischer Facebook-Nutzer gewesen, weil die App auf dem Handy und wenn du auf dem Klo bist, scrollst du mal durch. So, das Typische. Aber das ist immer und immer mehr LinkedIn geworden bei mir. Ja. Weil da einfach coole Leute sind, die posten auch mal coolere Sachen, weil was ich vor 2 Jahren auf LinkedIn gelesen habe, fand ich so langweilig, dass ich mir dachte, so, boah, was ist das denn hier? Also, und deswegen, das shiftet sich da stark und wenn du halt diesen Demand aufgreifen kannst, der da ist, dann bist du halt in einer total coolen Position, weil du halt mehr hast, als du versorgen musst. Du musst nicht erst gegen Windmühlen kämpfen. Also wenn ich mal überlege, wo wir, als ich vor 2 Jahren angefangen habe, den Leuten zu sagen, du musst mal richtig bei Google Gas geben, also das haben die ich habe die Unternehmen das verstanden. Aber wenn ich mit Dropspot oder sowas gearbeitet habe, die halt wussten, hey, Facebook ist King, ich gucke YouTube-Videos, alle sagen, Facebook ist King. Also das hat einfach nicht gepasst in der Situation. Aber jetzt gerade kommen die rein und sagen so, boah, ich weiß, ich muss endlich mal Google machen. Aber das ist so gut, dass du das sagst, weil es ja wirklich dann, wenn man ein bisschen seine Hausaufgaben macht und ein bisschen Verständnis dafür hat, sozusagen, wo der Markt steht, ne, dass man wirklich nach dieser Welle so ein bisschen gucken muss, total, sich klar einarbeiten muss und diesen Kanal verstanden haben muss, ne, aber dass man dann sich das Leben ja deutlich leichter machen muss, als wenn ich jetzt Social Media Marketing irgendwie den Leuten wirklich anpreisen würde im Jahr 2022, dass das der neue Hype ist, ne, weil wie du selbst gesagt hast, ist ein schönes Beispiel, das Pferd ist leider tot. Ja. Total. Das Gute ist ja aber auch, dass man immer dieselben Probleme nur auf eine andere Art und Weise löst. Also fundamental machen wir beide auch dasselbe. Komplett. Also auf jeden Fall. Wir arbeiten mit Leuten zusammen, damit die am Ende mehr Geld verdienen können und wir schöpfen einen Teil des Values ab und diskutieren das weiter. So, das ist im Prinzip genau das. Und ob das jetzt gelöst wird durch LinkedIn Ads, ob das theoretisch durch Xing Ads gelöst wird oder halt durch was weiß ich, was dazugehört. Du hast halt das, was du vorhin gesagt hast mit Sam Owens, du hast ein Problem, du hast eine Zielgruppe, du hast ein Problem und du schließt die Lücke dahin. Und es wird immer Probleme geben, also wirst du immer Lücken schließen können. Und wir haben halt aktuell jetzt gesehen, dass TikTok Ads halt einfach so krass nachgefragt sind, aber auch so gut sind. Also sie werden aus dem korrekten Grund nachgefragt. Ah, gehypt. Das ist ja auch nicht immer dasselbe, weil du manchmal auch Hype hast ohne Grund. Und da hast du halt so diese Chance, dass du halt dein Content daran ausrichten kannst. Und nicht ohne Grund war mein erstes YouTube-Video eine total lächerlich hohe TikTok-Ad-Case-Study. Ja. Ich dachte, okay, das ist ein heißes Thema. Und ich bin, das ist Mini-Zahlenvergleich zu dir, aber ich bin von 0 Follower auf 300 bei YouTube. Krass. Innerhalb von einem Video und 4000 Views auf dieses eine Video zu bekommen. Ohne dass ich irgendwas machen musste. So, und dann merkst du, okay, da scheinbar irgendwo Nachfrage. Das sind, wie gesagt, Baby-Zahlen für dich. Aber das eine Video hat 60.000 Euro gebracht. Krass. Ich wollte gerade sagen, das sind doch die besten Zahlen, die man haben kann. Was wohl passieren würde, wenn du regelmäßig posten würdest? Oh, ich weiß. Ich habe eins in der Reserve und dann denke ich mir so, oh, mache ich das jetzt? Boah, ich habe ein bisschen Hunger, ich mache das morgen. Man muss aber wirklich sagen, und das ist das Coole, was YouTube tatsächlich relativ gut belohnt mittlerweile ist, Qualität ist entscheidender als Quantität. Ne? Ja. Also das bedeutet, selbst wenn du alle 2 Monate irgendwie eine geisteskranke Case-Study raushaust, ne, ist das 1000-mal wertvoller als jede Woche irgendwie was Mittelmäßiges. Ne? Total. Und insofern, ey, zauber da diese Case-Studies. Ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Ne? Definitiv, das addiert sich dann dahinter. Ich merke das auch. Also ich habe jetzt täglich kommen Abos dazu, Views dazu, Kommentare dazu, Anfragen, das ist einfach da. So, und das ist, ich meine, ich respektiere total die Leute, die wirklich lange diesen Content-Grind durchziehen. Ich finde das total beeindruckend. So, aber genauso, wenn ich mit solchen Leuten rede, sagen die, oh, ich finde das krass, dass irgendwie hier mit Geld in Ads gespielt wird. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen dieses,
Was man wird halt aber auch ein bisschen fauler, habe ich auch gemerkt, ne? Also total. Dadurch, dass ich aus der organischen Welt komme, war es halt immer, was weiß ich, Podcast und dann habe ich irgendwann mit YouTube angefangen, ne? Und dann aber als so, boah, Werbeanzeigen sind online, Anfragen kommen rein, oh ja, nächste Woche kannst du nochmal mit dem Podcast irgendwie sein lassen. Und jetzt bin ich wirklich so, ich mache das an einem Tag fertig für einen Monat, ja, ne? Und das reicht mir dann auch, ne? Da verbringe ich lieber im Werbeanzeigenmanager eine Minute mehr und nehme dafür ein paar Videos auf, ne? Das ist wirklich ja, ein schmaler Grat, aber gleichzeitig hat es natürlich eine krasse Upside, weil Leute echt um dich herum tingeln und dann irgendwann sagen, hey, lass uns das doch irgendwie zusammen machen. Ne? Total. Was mich mal an der Stelle interessieren würde, und vielleicht können wir den Spieß ja einmal komplett umdrehen. Ey, gerne. Wir haben ja über dein LinkedIn-Ads-Offer geredet. Mhm. So, und auch über die Thematik, an welche Zielgruppe du Offer richtest. Mhm. So. Und ich finde super spannend bei deiner Seite, es muss ja eine bestimmte Art von Zielgruppe geben, die offen für dieses Thema ist. So, dass die nicht sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie, dass hier eine Unternehmensseite erstellt wird, aber wir warten jetzt auch keine TikTok-Ergebnisse um den Dreh. Ja. Hast du basierend auf deinen besten Kunden, die du hattest in der Vergangenheit, wirklich mal geguckt, okay, wer ist hier dieser echte perfekte Avatar? Weil meiner Erfahrung nach ist das ein krasser Unterschied, ob du die Sachen in der Theorie ausdenkst, so das wäre mein idealer Kunde, oder halt total in die Praxis zu gucken und dann zu sehen, krass, also die beste E-Com-Brands, mit denen ich arbeite, sind irgendwie zwei Co-Founder. So witzigerweise ist das die beste Konstellation, wenn zwei Co-Founder sind bisher. Also total krass. Und normalerweise, wenn ich das aufgemalt hätte, hätte ich gesagt, ein Solo-Founder, der alles kann, ist mein bester Kunde. So, aber in der Praxis, die besten Case Studies kamen eigentlich oft, wenn das zwei Co-Founder waren. Witzige Gemeinsamkeit. Ja. Ist bei dir genauso? Witzige Gemeinsamkeit. Was haben wir denn? Also tatsächlich so von Branchen und Zielgruppen hat man so ein bisschen drei Lager, habe ich das Gefühl. Es gibt so Software und es gibt so einfach Kunden, wir haben ein Marketingbudget pro Monat und müssen einfach was machen auf LinkedIn. Ne? Ja. Aber häufig keine heißen Märkte, wir schalten Kampagnen und wir sind die Marketingabteilung und wir müssen hier was machen. Ne? Ja. Da können wir einen unglaublich guten Job machen, wirklich Werbeanzeigen überhaupt zu machen, die bestenfalls zu Leads führen. Ne? Weil ich habe das Gefühl, da steckt schon viel Intelligenz irgendwie drin, das zu machen. Zweite, eigentlich bessere Situation ist so Software tatsächlich, ne? Weil die so ein bisschen Volumen wegatmen können und auch ein bisschen mehr sozusagen Spielräume sehen, weil wenn sie sehen, dass das am Ende zu Verkäufen führt, dann am Ende stecken wir da auch mehr rein. Ne? Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass ein bisschen mehr daran liegt, wer was für ein Produkt man hat. Beste, Kategorie 1. Ne? Mhm. Und da bin ich jetzt auf der Suche, da möglichst viele zu finden, sind tatsächlich B2B-digitale Produkte eigentlich. Ne? Das ist das Beste, was passieren kann. Und davon gibt es leider nicht so viele, ist zumindest das, was ich glaube. Weil das, was wir ja auch aufgebaut haben, sozusagen unser Beratungsunternehmen relativ schlank hinzustellen, ne, und damit skalierbar zu machen, und was weiß ich, auch ein Beratungsprogramm aufzubauen, ne, das ist noch nicht verbreitet. Ich habe das Gefühl, dieser Online-Programm-Hype, der war mal vor 5 Jahren oder vor 8 Jahren und der hat sich total zerlaufen in Deutschland. Und es gibt ja trotzdem in der Beratung einen riesen Hebel, wenn du einfach gewisse Sachen irgendwie dokumentierst und der Kunde sich das selber angucken kann, ne, und du einfach die Beratung dahinter packst. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich jetzt hoffentlich die ersten Kunden dafür gewinne, na, und hoffe, dass ich da auch so eine Case Study wie in deinem Fall eigentlich aufbauen kann und sagen kann, ey, wir haben es nicht nur für uns gemacht, wir haben es für den Kunden gemacht und so ein bisschen die Leute rauslocke, die vielleicht in der Situation sind. Weil zum Beispiel auch Agenturen, nimm mal was weiß ich, es gibt super gute so Conversion Rate Optimierungsagenturen. Total, ja. Dann gibt es so Paid Ads und Social Ads Agenturen. Ich denke mir immer, das wäre ja der geilste Business Case für die, ein digitales Produkt rauszubringen und an Leute zu vertreiben, die halt sagen, hey, ich kann es mir vielleicht noch nicht leisten, mit euch 1:1 zusammenarbeiten oder euch als Agenturkunden zu haben. Und die haben da einen zusätzlichen Einkommensstrom, der halt auch, glaube ich, super viel Spaß machen kann. Ne? Und da werde ich mich mal so ein bisschen bei den Agenturen ranrobben und sagen, ey, ich glaube, ihr habt da ein unglaubliches Potenzial rumliegen. Wir sind super fit, so eine Programme zu bauen, können euch komplett dabei helfen und können euch in der gesamten Vermarktung helfen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich, glaube ich, in der Zukunft gerne ausbauen will. Ne? Das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich habe witzigerweise heute Abend, da hat ein sehr guter Freund von mir, der hat so einen Agency Owner Circle international gemacht, wo sehr gute Agency Owner und sowas bei sind. Und ich habe heute Abend dort einen kleinen Slot, wo ich über Lead-Generierung für Agencies und sowas rede. Ja. Und dort habe ich so die Thematik, dass es eigentlich zwei Funnel-Modelle gibt, die du fahren kannst, um genau in diesem Ding.
Und das Problem des Einfahrenmodells ist halt, wenn du wirklich rein auf diese Done-for-You-Dienstleistung gehst, dass das super schwer ist, das rein über S zu machen, weil du, wenn du deine richtig geilen Kunden bekommst, also diese Whale-Clients nennst du die, also diese wirklichen Five-Figure-pro-Monat-Retainer-Clients, für die ist nie der richtige Zeitpunkt, jetzt zu starten. Und dein Sales-Cycle über Ads wird dadurch unnötig lang, weil dann musst du Logistics klären. Also du musst Logistiken klären, damit die starten. So, das heißt, das entfernt sich vom Direktmarketing, weil du Logistiker sein musst im Prinzip. Wie arrange das, was für Deals kommen dann, wann fällt die aktuelle Agentur raus? Weil große Clients haben ja nicht keine Agentur, so wenn du eine Agency bist und an die großen Clients möchtest. So, das heißt, das Modell, so ein Funnel zum Laufen zu bringen, ist in vielen Fällen das, was du gerade gesagt hast. Eine produktivierte Dienstleistung zu machen, die auch an Nicht-Whale-Clients verkauft werden kann, damit dann aber ein Vertrauen aufgebaut wird, damit du dir dann selbst einen Whale-Client ranziehst. Und das ist im Prinzip auch genau das, wovon wir aktuell noch so krass leben, denn, also das ist jetzt falsch gesagt, das ist das, wovon wir sehr krass zehren nach wie vor, dass wir super viele Kunden auf einem Medium-Level genommen haben, die wirklich richtig gut bekommen haben, über eine wirklich Done-With-You-Dienstleistung und daraus so krasse Enterprises im Prinzip entstanden sind, an denen wir uns jetzt letztendlich Beteiligung sichern konnten, die wir einfach gar nicht anders bekommen hätten, wenn wir nicht diesen Weg mit denen geebnet hätten. So, das heißt, du erziehst dir oder du fütterst dir selbst deinen perfekten Client dran zu einem Zeitpunkt, wo der Demand, schließlich der Kreis noch gar nicht da ist, aber du erzeugst quasi durch deine Dienstleistung den Demand, den du später schließen kannst. So, das heißt, ich stimme dir total zu und das viele Agenturen, die gerade im höherpreisigen B2B-Bereich sind und die wirklich Whale-Clients haben wollen im Five-Figure-Bereich, die sollten wirklich überlegen, dass ein produktiviertes Produkt dazwischen kommt, eine produktivierte Dienstleistung, die heute verkauft werden kann, um einen Funnel dann wirklich innerhalb von 7 Tagen Sales-Cycles profitabel zu bekommen. So, damit danach dann halt, natürlich muss es ein gutes Produkt sein, das die Leute dann bekommen, damit die auch wirklich Erfolg damit haben. Ja. Aber das ist eigentlich das Beste, weil so baust du dir eine Buyer-Pipeline auf. Und wenn ich sehe, dass manche Leute diese Low-Ticket-Frontend-Offer machen, ich habe dir nichts gegen, ich verstehe die Rechnung dahinter auch, aber ich bin da gar kein Fan von. Weil das nimmt irgendwie zwei Ebenen, weil du lieferst etwas Suboptimales für ein bisschen Remonetarisierung. Im Zweifel wird der Kunde dadurch keinen Erfolg haben und dann wird er später auch kein Kunde von dir. Natürlich kannst du das mit ganz vielen Vertriebsteams richten. Aber das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie man es tun sollte, sondern ich stimme total zu, im Idealfall einfach einen 5.000 bis 15.000 Euro produktivierte Dienstleistung, um den Kunden so fit zu machen, dass er danach in eine höherpreisige Retainer-Dienstleistung kommt. Das ist bei uns genau der Fall. Also wir haben Kunden, der dann mit der Dienstleistung, die sind von 30.000 Euro Monatsumsatz auf mittlerweile über 1 Million im Monat gegangen. So, die haben am Ende natürlich auch krassen Support bekommen am Ende, wo wir gemerkt haben, es geht in gute Richtung. Aber die sind mittlerweile jetzt, in dem höchsten Level bei uns Kunde, wo wir uns wirklich um deren Recruiting und die Ausbildung deren Inhouse-Media-Buying-Abteilung kümmern. Aber das sind einfach Probleme, die du nicht hast, wenn du nicht auf diesem Level bist. So. Und wenn wir denen einfach ihrem Schicksal überlassen hätten, wären die meisten höchstwahrscheinlich gar nicht auf dieses Level gekommen. So, das heißt, die Kunden, die wir jetzt in diesen wirklichen High-Value-Dienstleistung haben, um wirklich diese Media-Buying-Teams zu bauen, also für viele davon sind wir selbst verantwortlich, dass die da jetzt sind. Und das ist wirklich so ein geiler krass. Case, den ich wirklich, bis du das gerade gesagt hast, gar nicht so krass auf dem Schirm hatte, dass das der ideale Weg ist. Also, geil, das werde ich auf jeden Fall mal repurposen und das ist meine Idee verkaufen. Er hat sich eingeladen. Ey, drop das da mal, weil ich habe das Gefühl, wirklich wenig Agenturen haben schon so ein skalierbares Angebot auch in der Form, haben das so produktivisiert. Und ich habe auch das Gefühl, wirklich, wenn du mit Leuten sprichst, dieses Done With You ist halt so super gut in der Mitte so, ne? Du hast noch diesen engen Draht zu der anderen Seite, der kann noch mitreden, der ist involviert in das Ganze, ne? Es nimmt ein bisschen Druck auch von mir, das merke ich einfach bei den Kunden, weil ich sage so, ey, ich baue die ersten Kampagnen für dich, kein Stress, ne? Macht es uns nur ein bisschen leichter, ne? Würde es aber nicht so als Agentur nach außen deklarieren, weil dann ist so, Robert, mach es und wenn es nicht klappt, dann bist du alleine schuld, ne? Würde es immer schon labeln, ey, das ist ein Teamsport und nur wenn wir das jetzt zusammen machen, kann das auch funktionieren. Und was du sagst, ne? Wenn man die dann zu den Erfolgen führt, dann entstehen da, glaube ich, super langfristige, gute irgendwie Zusammenarbeiten draus, ne? Total. Das ist auch für dich das Beste, was du machen kannst in der Hinsicht, ne? Und ich habe die Situation mal gehabt, das war vor 2 Jahren und ich wollte zu einer, mit der Fitness-Brand wollten wir zu einer Native Ads Agency und Native Ads waren damals wirklich, also so der wilde Westen. Ich glaube, da gab es 3 Leute, die das konnten. So. Und da bin ich zu denen gegangen und ich meinte so, hey, wie schaut's aus? Und dann meinte der Typ wirklich so in einer absolut arroganten, hochnäsigen Art und Weise, das war nicht nur ein Verkaufstrack, das meinte der wirklich so ernst. Also, ganz ehrlich, wir haben so viele Kunden.
Ich kann dir höchstens ein bisschen zeigen, wie du das selbst machst, ansonsten wird das hier nicht so. Aber dann hatte ich dann auch so, okay, im Nachhinein habe ich gecheckt, was er da so ein bisschen mit gemacht hat. Aber das ist so die beste Situation, wenn du wirklich so eine krasse Auslastung hast, dass du es quasi machst, weil die Leute, die dich wollen, dich nicht anders bekommen können. Ey, das denke ich nämlich halt auch und deshalb pushe ich auch sehr in diese Richtung, weil ich dann auch immer sagen kann, bei jedem Beratungsangebot kann ich sagen, ey, wir haben unsere Kunden, mit denen wir unsere Kohle verdienen und sind da gut ausgelastet, ne? Guck hier oder da rein, guck dir das an, tob dich da aus und fertig, ne? Du kommst halt von der besten Verhandlungsposition, die du irgendwie haben kannst. Und gerade, es gibt ja unglaublich gute Agenturen, die grandiosen Job sozusagen machen und ich hätte das Gefühl, die müssten das nur wirklich in ein gutes Produkt irgendwie bekommen, in ein digitales Produkt, irgendwie gut standardisieren und da jemanden hinsetzen, der wirklich die Leute da durchlotsen können und die hätten unglaublich viel Spaß damit. Da kannst du wahrscheinlich ordentlich Umsatz innerhalb von wenigen Wochen irgendwie finden. Ne? Hundertprozentig. Muss natürlich aufpassen, dass das Produkt im Prinzip nicht das künftige Geschäft dadurch zerstört, weil es gibt tatsächlich auch ein, zwei Agenturen, die es in Deutschland versucht haben, die in dem Thema Ad oder sowas mal Coachings rausgebracht haben, wo ich das dann auch gekauft habe, weil ich mir dachte, boah, fette Agentur, mega, ich bin mein Ding gar, könnte ich gar nicht Kunde bei dem werden, weil irgendwie, ich habe gar keine Auflastung für mich marken können, so ich habe gar keine IB komplett mehr. Ja. Aber jetzt kann ich mal einen Kurs von denen kaufen als Wissensaneignung. So, das habe ich total gefeiert. Also mega, ich habe viel zu viel Kohle in Weiterbildung verbrannt bisher. Also definitiv. und dann kaufe ich mir das. Und denke mir so, boah, voll gehypt, krasser Name drauf, so, ich hab richtig Bock zu lernen. Und dann gehe ich rein und denke mir so, ja, das war's jetzt so. Und dann war mir klar geworden, die meisten machen es wirklich als Cash Grab und nicht in irgendeiner Art und Weise, um irgendwie wirklich sich Kunden ranzuziehen. Denn die ehrlichste Art der Dienstleistung dort oder des Produktes wäre ja, den Kunden so mündig zu machen, dass er am Ende erkennt, boah, das ist alles gar nicht so leicht. So, wir haben aktuell einen Kunden, wir haben, das ist super, super geile Marke. Das ist ein Kosmetik-Hersteller, die machen wirklich faire Kosmetik, nicht nur Hersteller. Die haben einen Shop, der verkauft verschiedene Nischenprodukte, Düfte, richtig geile Brands, die du nicht irgendwo findest. Ja. Aber bei denen ist so, die sind bei uns dann in Review gekommen. Ja. Da hat der CEO mit mir das gemacht. So, das war auch einer meiner ersten Kunden dort. Das war richtig cool, diese Offer. Und nach ein paar Monaten haben wir beide gesagt, das ist jetzt mittlerweile, ist ja schon echt viel bei den Umsätzen, die ihr macht, so das zu managen und sowas. Also, aber das stimmt. Ich meine, wenn du Bock hast, können wir das für dich machen. Ja. So, du weißt, so, ich bin da, ich ghoste dich nicht, wenn du jetzt ja sagst, so nach dem Motto. Und dann meinst du, ganz ehrlich, ja, hätte ich jetzt macht das Sinn für mich. So, davor war das Umsätze, das hätte bei denen gar keinen Sinn gemacht. Aber dann haben wir den quasi so ausgelegt, dass es dann Sinn gemacht hat, dass wir es nehmen. So, und das war auch ein krasser Gamechanger in der Hinsicht. Das kann ich mir bei dir auch sehr gut vorstellen. Ah, das ist spannend. Du züchtest sozusagen, okay, verstehe. Du schickst sozusagen Neukunden gefühlt ins Rennen sozusagen, machst den besten erdünklichen Job sozusagen. Die du auf eine ordentliche Flughöhe bekommst sozusagen, sagst, hey, wir können das auch am Ende ab einer gewissen Flughöhe sozusagen komplett für euch managen und ihr seid raus. Option B wäre, wir bauen das Inhouse-Team sozusagen bei euch auf. Genau, das sind dann die beiden Optionen. Weil du hast im E-Com so diese Situation, dass du von 30 bis 300.000 im Monat, und du musst das jetzt im E-Com mal stehen sehen, ne? So viel sind 300.000 im Monat echt nicht. Ist nicht so, dass du spontan Porsche kaufen kannst. So, das, da bist du halt so in dem Bereich, da brauchst du nicht alles richtig machen, um 300.000 im Monat zu machen. So, musst du wirklich nicht. Aber um von 300 auf eine Million im Monat zu gehen, was wir wirklich oft bewiesen haben, dass wir das können, da musst du halt einfach ein paar mehr Sachen machen. Da brauchst du wirklich eine gute Creative-Maschine, die dir geile Produktvideos, Produktfotos besorgt. Du brauchst eventuell auch irgendwie je nach Produkt eine Influencer-Maschine, die dann wirklich Content besorgt. Du musst konstant an deinem Shop arbeiten, Supply im Blick haben und sowas alles. Das heißt, um diesen Weg zu gehen, 300k auf eine Mio, entweder geht man den ordentlichen Weg in Hinsicht, das wirklich selbst in Haus zu verlagern. Ja. Das ist der richtige Weg langfristig, das sage ich den Leuten auch. Oder aber du sagst, ey, ich habe noch nie auf diesem Level irgendwie gearbeitet, weil da gehört auch was dazu, 5k am Tag über die Kreditkarte zu laufen zu lassen für Ads. Oder wenn das dein eigenes Geld ist, wirst du emotional. So, das heißt, dass man dann wirklich sagt, okay, man nimmt hier so ein Hybridmodell, wir lagern das nicht komplett aus, wir geben euch immer die Verantwortung wirklich in der Budgetverwaltung und auf der Ad-Seite und parallel dazu bauen wir die Sache halt bei dir auf. Und wir haben aktuell eigentlich gar keinen Kunden, der wirklich rein nur Done for You Agency bei uns bekommt. Weil Teil einer wirklich sinnvollen Agency-Dienstleistung, meiner Meinung nach, ist es immer, langfristig ein Fade-Out zu machen und die Systeme bei den Leuten in-house zu bringen. Nur dann handelt man im besten Interesse der Brand, mit der man arbeitet. Und das genau das macht eine gute Agency
sollte die eh machen irgendwann. Ja. Es läuft halt eigentlich gegen den Incentive der Agency, weil sie dann nicht keine Retainer mehr verkaufen kann. Ja. Aber die meisten machen es halt nicht und das heißt, das ist halt das Problem dort. Und wir haben aktuell eine Brand im Portfolio, unfassbar, also unfassbare Zahlen machen die. Aber da meinte der CEO auch zu mir, also er kriegt alle paar Tage mal ein bisschen Panikattacken, wenn er sich denkt, boah, wenn jetzt die Agency im Prinzip weg ist, die jetzt die an der einen Stelle betreut, sieht es aber mau aus hier. Ich denke, krass. Das ist im Prinzip so, als würdest du nie wissen, ob du morgen aus deiner Wohnung fliegst. Der hat so, die Agentur hat den dann ja richtig an den Eiern sozusagen. Ne? Genau, ja. Und da kann dann auch gerne mal eine Preiserhöhung kommen. Ne? Also. Das fand ich sowieso das Spannendste. Das würde ich nochmal von dir hören, gerne wollen. Ich bin irgendwann auf die verrückte Idee gekommen, dass ich gesagt habe, ey, ich will mich nur noch auf den Konvertierungspart konzentrieren. Ich habe gesagt, ey, so Webinare, ja. Live-Trainings, VSL, das ist irgendwie das, was mir Spaß macht. Ich suche mir eine Agentur, die mir dabei hilft, den Traffic zu bekommen. Ne? Zum Beispiel war das ja auch ein Ansatz von Russell, der irgendwie gesagt hat, hey, ich habe nie irgendwie Werbeanzeige geschaltet, ich habe mir jemanden gesucht und ich habe mich nur um die Funnels sozusagen gekümmert, hat mich in die Idee gesold. Ne? Ja. Dann habe ich mir ein paar Agenturen angehört. Das Verrückte war, alle hatten unterschiedliche Abrechnungsmodelle. Ja. Die ersten haben nach Zeit abgerechnet. Das habe ich wirklich. Komplett lost. Ja, wirklich, habe ich wirklich so. Es sei denn, die waren bei Marathon und die haben 500 Euro. Ja, die haben die 500 Euro pro Stunde. Hat überhaupt keinen Sinn für mich gemacht. Die nächsten haben natürlich sich irgendwie ein Stück abgenommen vom Ad-Budget. Das hat schon irgendwie so semi für mich Sinn gemacht. Klar, umso mehr ich spende, umso mehr. Macht aber auch überhaupt keinen Sinn. Ist auch also irgendwie ein bisschen merkwürdig. Irgendwo ist auch scheiße, ja, weil es auch irgendwie ein bisschen komisch ist. Und dritte war halt so komplett Performance irgendwie. Ne? Mhm. Sebastian, sag mir, was ist die Wahrheit? Ne? Was das Beste ist vom Modell her? Ja. Gut, man muss halt gucken, in welcher Situation man ist. Ne? Also eigentlich würde ich halt Leuten, die wirklich sich um Traffic kümmern oder über Funnel oder über Media Buying sagen, nur mit Gewinner teamen. Weil ansonsten haftest du ja quasi, du haftest für die Dummheit der Person, mit der du arbeitest. Ey, dass das eine riesen Komponente da drin ist, absolut. Ja, also total. Ja. Weil wenn ich sage, okay, eine reine Profit-Share oder reine Revenue-Share-Sache, heißt ja, ich traue dir zu, gut zu verkaufen, dass dein Offer gut ist und alles drum und dran. Und wir haben oft die Situation, dass mit Brands reinkommen, die so sagen, hey, ganz ehrlich, eure Fee können wir uns jetzt nicht ganz leisten, wollen wir nicht irgendwie eine Erfolgssache machen, weil ihr doch nicht so gut seid. Und so der Klassiker, Motto. Ja. Ja, aber das Ding ist ja im Prinzip, das sage ich dir dann auch, ich kenne euch ja noch gar nicht. So, das heißt, das Ehrlichste, ich kann dir sagen, wie es bei Kunden von uns bisher lief. Also wir haben eigentlich nie, und das meine ich wirklich so ernst, wenn man das Wort nie sagen kann, dass ich mit Leuten, die ich nicht kenne, in irgendeiner Weise eine Art von Beteiligung mache. Denn erst nachdem man einen gewissen Stint gemacht hat, so irgendwie 3 Monate irgendwie zu machen, kann man überhaupt erstmal sehen, was ist das für eine Person. So, und wir haben die wildesten Sachen gesehen, wirklich. Das kann ich mir vorstellen. Eine Sache hatte ich ja hinter vorgehaltener Hand auch bei der Secret Hamburg Mastermind erzählt, wo du so denkst, kann das sein? Und da denke ich mir auch so, haftest du wieder für die Dummheit von anderen mit deinem Geld. So, und da hat gar keinen Bock drauf. Das heißt, eigentlich müsste das Wahre sein, dass man für eine gewisse Zeitraum eine Fixum-Thematik angeht, in der auch wirklich klar ist, die Dienstleistung definiert ist. Und erbracht wird. So, und dann sollte auch genau, und erbracht wird natürlich idealerweise nicht mehr definiert, genau. gibt's auch. Aber dass du dann halt wirklich sagst, okay, es gibt jetzt nicht irgendwie eine, danach verlängert sich das monatlich, sondern nach x Monaten oder was weiß ich, setzen wir uns mal einen runden Tisch, idealerweise auch im selben Raum. Das habe ich bei den größten Kunden auch genauso gemacht. Ja. Dann haben wir wirklich geguckt, was ist passiert. Was ist denn der echte Mehrwert attributiert, den wir hier gebracht haben? Was ist vorher, nachher gewesen? Und dann kann man mal wirklich gucken, okay, wo kann man das jetzt in irgendeiner Art und Weise da machen? So, also wenn es kommt selten vor, meistens, wenn ich mit Leuten arbeite an Funnel-Thematiken, ist es eher so aus einem freundschaftlicheren Bereich, weil die Szene ist so klein, dass Media Buying im Funnel-Bereich angeht, dass ich da gerne einfach so mit dabei bin. Und da ist halt die Thematik, ich wüsste gar nicht, wo ich da ansetzen will. Willst du geclosed Revenue nehmen? Schwierig. Weil ich verlängere mal eben die Laufzeit des Paketes, mache denselben Zahlungsplan wie die Hälfte des Paketes und auf einmal hast du 30 statt 50k Revenue. Yeah. So. Geht schon mal nicht. So, dann Thema Cash Collect. Sagt, dass der Vertriebler ein Killer sein muss im Cash Collect. So, also, ich habe gedacht, ich bin gut. Ich habe aktuell einen Vertriebler unser Offer verkauft und einer der smartesten Verkäufer, die ich je hatte, der haut da Cash Collect rein, wo ich denke, so, wie geht das denn? So, das heißt, es gibt einfach so krasse Unterschiede. Das heißt, dafür haftest du dann auch. Und zuletzt ist so die Sache, aus dem Profit, wo fängt Profit an, wo hört Profit auf? Gehört zum Profit, dass die Frau des Chefs auch angestellt ist? Gehört zum Profit irgendeine Art und Weise, dass du einen verdammt teuren Panamera genießt hast? Also, was weiß ich so.
keine Ahnung, Panamera Turbo Vollausstattung, 2.500 Euro im Monat. So, schwierig. Das, ja. Ja, so zählt man das dazu. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Ja. So, das heißt, eigentlich, finde ich, ist die einzige Art und Weise, dass man sagt, ganz oder gar nicht. Dass man sagt, okay, wir machen hier eine komplette Fix-Geschichte. Und wenn wir wirklich mehr über x Monate mit Vertrauen und allem drum und dran, dann können wir überlegen, ob wir wirklich eine echte Beteiligung machen, wo das Unternehmen vorangetrieben wird, Equity damit verbunden ist. Denn wenn man das nicht macht und dann nur so ein halbherziges Jahr, komm, ich gebe dir ein bisschen was ab, das ist eigentlich Kindergarten. Ja. So, und ich hab einen guten Bekannten, der ist Wirtschaftsrechtanwalt, so richtig geiler Wirtschaftsrechtler, weißt du, so weiße Haare, den ganzen Hälfte des Jahres. Wie man es sich vorstellt. Ja, ja, aber auch braun gebrannt, trägt die beste Bootschuhe. genau so einer. Und der hat mir mal erzählt, also das, was ihr in der Online-Marketing-Welt mit Beteiligung und Provisionen rumwerft, das passiert in der echten Wirtschaftswelt nicht. Er meinte, es gibt entweder, du verdienst dein Geld oder dir gehört die Firma. Ja. Und man anfängt in diesen Worten zu denken, ich meine auch, Beteiligung ist für mich nichts, was nicht im Handelsregister steht. Okay. Hey, und sind das Modelle, die du auch tatsächlich machst, dass ihr wirklich Beteiligung dann habt mit Handelsregister und mit den Leuten dann langfristig wachst? Oder hast du das noch etwas so, wo du denkst, oh, ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll oder nicht? Wir haben dieses Jahr angefangen, Equity in Companies zu nehmen. Okay. So. Ja. Aber von 300 Kunden sind das 3 geworden. Okay, krass. Ja. So, also es ist sehr selektiert. Ja, so, das ich glaube auch, das ist auch das, was man, ja, das ist ja auch wie eine kleine Hochzeit sozusagen. Ne? Da steckt ja wahnsinnig viel Vertrauen am Ende drin. Ne? Total, vor allem, weil du dann ja auch überlegen musst, okay, wie long-term siehst du die Sache? Denn du könntest theoretisch ja sagen, ich nehme mir jeden Monat, jedes Quartal, lasse ich mir quasi Dividends auszahlen aus dem Unternehmen als Teilhaber, lasse dann eine Abführung machen. Aber auf der anderen Seite sagst du, okay, wenn ich aber 5 Jahre noch zum Leben brauche, ist das ja Working Capital, was in irgendeiner Art und Weise da notwendig ist. Und es ist ja nicht, dass ich mich da jetzt hinstelle und sage, okay, jetzt gib mir Geld her, weil du bist wieder schuldig, so Abu-Chaka-mäßig oder sowas. sondern in der Hinsicht ist eher so das Ding, dass ich dann sage, okay, eure nächsten Probleme, die kommen, haben wir schon mal erlebt. So, eventuell wollt ihr das Ding verkaufen, ihr wollt den Firmenwert steigern, ihr wollt eventuell mal gucken, okay, wollen wir das Team aufbauen? Wir geben jetzt von meinem Core-Team Ressourcen, Knowledge, Team, Anlernen, Kontakte, Netzwerke, das sind ja alles so Sachen. Wenn man die theoretisch an Tag 1 Geld aufwägen würde, wäre das unbezahlbar fürs Unternehmen. Weil du ja mit so einem Wissensvorsprung reinkommst. Das heißt, die einzige Art und Weise, das auf diesen Impact, auf die nächsten 5 Jahre wertzuschätzen, ist ja im Prinzip Equity zu nehmen. So, und dann ist es einfach ein Long-Term-Play auf beiden Seiten. So, definitiv. Aber das kann ich mir bei euch auch vorstellen. So, dass wenn du geile Softwareunternehmen hast, die jetzt irgendwie was Geiles bei euch pushen und du verstehst die Vision, du merkst, das ist ein echt ernsthaftes Problem, was hier gelöst wird, und man kommt irgendwie nach 6, 12 Monaten Zusammenarbeit von aggressiven Pushen auf LinkedIn auf so einen Bereich, wo die Evaluation crazy wird und die öffnen in irgendeiner Art und Weise so eine kleine Smart-Money-Round oder sowas. Ganz ehrlich, da kannst du das mit Sicherheit gegen die Dienstleistung gegenrechnen. Da wärst du mit Sicherheit auch nicht abgeneigt, weil das ist einfach sinnvoll ist. Auf jeden Fall. Und langfristig macht es ja auch Spaß, mit coolen Leuten und wie zusammenzuarbeiten und gemeinsame Projekte zu haben. Das ist ja irgendwie das Beste, was passieren kann. Ne? Das glaube ich auch. Und insofern, ich glaube, das ist auch die beste Situation, in die man, glaube ich, als Media Buyer irgendwie hinkommen kann. Ne? Wenn man das irgendwie an seinen eigenen Case Studies und an den Kunden sozusagen ausgelebt hat und hinbekommen hat, ne? Dass man dann ja eigentlich so sich überlegen kann, hey, mit welchen Leuten will ich eigentlich langfristig zusammenarbeiten und wie findet man einen fairen Deal, den irgendwie beiden Seiten Spaß macht. Ne? Ja, Media Buyer ist die letzte Frage. Ja, sag mal. Also ich wollte nur sagen, Media Buyer ist an sich eine der geilsten Situationen, die man sein kann, wenn man das wirklich kann. Und weil das ist ja einfach so ein Skill, der einfach so selten vertreten ist. Und wenn man es wirklich checkt und von der Persönlichkeit und Intellekt irgendwie reinpassen kann, ist das eine Situation, in der du ohne irgendwelche akademischen Ausbildung von Geld machen kannst. So, das war jetzt nur ein Dings, aber sag gerne, was du sagen willst. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch das, wo wir uns ja gefühlt angeguckt haben und meinen, das wird unsere vielleicht 100 Millionen Euro Idee, ne, Media Buyer auszubilden. Weil Stand heute gefühlt geht's ja nur übers Kinderzimmer, ne? Also entweder man macht es mit seinem eigenen Geld und seiner eigenen Marke und seinen eigenen Produkten, aber wie willst du das jemandem in der Hochschule beibringen oder so, ne? Also du musst ja wirklich das Handwerk von null lernen, du musst es mit deinem eigenen Geld lernen, ansonsten wird es halt nichts, ne? Genau, beziehungsweise brauchst du halt wirklich ein gutes Training. Und das Witzige ist ja, wir haben jetzt, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, angefangen, wirklich in dieses Platzierungsgame zu gehen und zu gucken, okay, wer von unseren Partnern braucht im Prinzip Personal. Und wir, ich bin in der glücklichen Position, dass einfach so durch die Art und Weise, wie ich Ads schalte und dass die Case Studies ja auch die Runde machen und dass die Brands, mit denen ich gearbeitet habe, auch definitiv von ein paar Leuten gekannt werden, dass ich verdammt geile Leute bei mir werden.
Geil. Ich habe verdammt gute Mitarbeiter wirklich rein. Und nachdem ich mir erstmal selbst mein Team vollgemacht habe, ist eine Situation, das kann man ja auch forcieren. Ja. So, und wir haben jetzt bei ein paar Kunden jetzt angefangen, dort Mitarbeiter zu placen. Wirklich richtig gute Leute. Die müssen nicht der Beste sein. Die müssen einen Grundstock an Wissen haben und dann von uns anhand der Firma, wo die geplaced werden, trainiert werden. So, das sind nicht der beste Media-Buyer, aber für diese Firma sind sie jetzt aktuell der Beste. So, das funktioniert so gut. Ich dachte, krass, dass man da nicht vorher drauf gekommen ist. Ja, ey, das ist wirklich clever, weil du hast ja wie so ein Inkubator eigentlich, ne? Du hast ja einen gigantischen Lerneffekt über all diese Marken, was funktioniert. Über die Brands kannst sozusagen die Media Buyer einzeln auch immer die neuesten Strategien an die Hand geben und dann musst du ja wirklich ein Grundverständnis wahrscheinlich haben und setzt das einfach um, ne? Genau, ja, du durchlebst 5 Jahre in einer Woche. Ja, manche können sich da sehr glücklich schätzen, ne? Wie schnell die das irgendwie im Speedrun gefühlt alles lernen können, ne? Voll. Hey, du hast ja für deine eigene Vermarktung sozusagen, für die Beratung, die E-Com-Beratung sozusagen jetzt auch irgendwie, 2-3 Jahre wahrscheinlich das gemacht, 300 Kunden irgendwie erfolgreich beraten. Wenn du so von null sozusagen starten würdest mit einem ganz anderen Offer, wie wäre deine Herangehensweise für die Vermarktung? Was würdest du machen so in den ersten 7 Tagen? Ja, das ist eine Sache, über die ich tatsächlich oft nachgedacht habe, denn spannend. Ich bin ein so paranoider Mensch, dass ich irgendwie immer wieder wirklich gedacht, was ist denn morgen alles Neues. So, was ist, wenn auf einmal Social Media weg ist? Was weiß ich. Ich weiß nicht, irgendwie ist das in meiner Persönlichkeit drin, dass ich da oft drüber nachgedacht, gerade so spät nachts oder was weiß ich. Das kommt irgendwie vor, was total bescheuert ist, wenn du denkst, okay. Aber dass du dann wirklich guckst, okay, schwierig. Man muss da wirklich gucken, was ist gerade überhaupt die Situation. Mhm. Und ich denke, wenn man wirklich von null starten möchte, ist das Beste, was man machen kann, in irgendeiner Art und Weise ein Service-Business zu machen. Also wirklich eine reine Dienstleistung, also Zeit gegen Geld zu tauschen tatsächlich. Mhm. Denn in irgendeiner Art und Weise, das sage ich den Leuten auch, die jetzt Anfänger ankommen, E-Commerce, also mit null Geld eine E-Commerce zu gründen, würde ich nicht machen. So, schwierig. Ja. Würde ich nicht machen. So, weil erstmal geht es auch gar nicht wirklich, weil wenn du 2.000 Euro auf dem Konto hast und 1.500 Euro Ad-Budget erstmal wegballerst und nichts passiert, dann würdest du aber echt duster. So, das heißt, das ist definitiv nicht so. Das heißt, an eine Person gucken, ob man durch eine Dienstleistung ein Problem lösen kann und dann halt zu gucken, kannst du daraus Muster ableiten. Mhm. Und ich persönlich würde wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise in Tech-Welt gehen, weil ich mir denke, okay, aufstrebendste Branche, in den nächsten 20 Jahren wird wahrscheinlich alles, was Software sein kann, Software werden. So, das heißt, Probleme zu lösen in aufstrebenden Branchen ist wahrscheinlich das Beste, was du machen kannst. So, das heißt, irgendwann mal dorthin gehen und in den ersten 7 Tagen wahrscheinlich mich auf LinkedIn anmelden und mal den Content vorfinden. Ja, und dann ist es doch eigentlich auch mit dem, was du sozusagen von Scrubby sozusagen gelernt hast, ist doch das Beste eigentlich, so ein bisschen Expert Secrets umzusetzen und bestenfalls wahrscheinlich for free irgendwie eine Fallstudie aufzubauen, eine Case Study aufzubauen, mit dem man sozusagen sein ganzes Unternehmen gefühlt irgendwie dann gründen kann, oder nicht? Ich würde gucken, dass ich zu einem ganzen Unternehmen komme, ich sage, ich arbeite umsonst, bis ich Ergebnisse habe und dann, sobald man ein geiles Ergebnis hat, würde ich ja einfach fragen, guck mal, ich habe umsonst gearbeitet, darf ich das jetzt mal irgendwie benutzen, so dass man sagt, okay, für eine Case Study und dann wirklich damit nach vorne geht. Also definitiv. Also der Weg muss sein, dass man mit einem guten Unternehmen partnert, dort wirklich was bewegt und dann guckt, entweder suche ich mir jetzt ein anderes Unternehmen, was in einem sehr ähnlichen Bereich ist, was ich damit ebenfalls, guck mal, stell mal vor, du hast ein Flugzeugunternehmen, ein Reiseunternehmen, keine Ahnung. So, hast du geholfen. So, und das hat geklappt. So, was ist denn der easieste Sale, den du nachmachen kannst? Andere Reiseunternehmen und sagt, guck mal, ich habe bei dem hier 25% irgendwas gemacht. Ja. So, das heißt, einfach so, wenn du das oft genug gemacht hast, kannst du gucken, okay, kann ich das mit einem Protokoll machen und kann ich aus dem Protokoll eventuell auch andere Sachen ableiten. So, das heißt, das muss eigentlich so der einfachste Weg sein, dass man sagt, okay, ein Problem lösen, weil die Idee noch so anders auch funktioniert und dann gucken, ob man da in irgendeiner Weise Hebel ansetzen kann. Ja. Ey, das ist, am Ende ist es ja wirklich auch eine super aggregierte Form, wie man relativ schnell zu einem guten Business Case irgendwie kommen kann, ne? Und dieses wirklich auch in Ergebnissen zu denken, wie kann man irgendwie jemanden schnell Ergebnisse liefern, ist halt irgendwie, glaube ich, ein Gedanke, den viele irgendwie so ein bisschen aus den Augen verlieren sozusagen. Aber das ist ja das, was ultimativ den Kunden interessiert, ne? Kein stundenlanger Online-Kurs, keine nette Agenturdienstleistung, sondern das Ergebnis am Ende, sei es um Umsatz, sei es in Kunden, sei es irgendwie in Abnehmen oder so, ne? Dass man das irgendwie immer im Blick hat. Ja. Ey, mega. Dein Plan, ich hoffe, der steht, falls die Welt untergeht. Ne? Für alle 100%. Leute, die vielleicht in der E-Com-Welt unterwegs sind und ein bisschen mehr über dich erfahren wollen und vielleicht sogar auch in Kontakt treten wollen, wo können sie das am besten tun?
Ich habe gehört, auf Toilette ist jetzt LinkedIn angesagt, noch andere Kanäle, wo man mit dir in Kontakt treten kann. Ja, im Prinzip geht das überall. Entweder schickt man eine E-Mail an sebastian@ecomscaling.org oder man geht einfach auf diese benannte Webseite ecomscaling.org, raus in die Beschreibung von oder sowas. Dass man das angucken kann. Im Prinzip Namen googeln, der ist nicht so häufig. Dann findet man noch irgendwie ein IG-Profil, Facebook. Was weiß ich. Also einige Leute finden echt, die finden einen. Perfekt. Und natürlich LinkedIn. LinkedIn ist immer Platz 1 bei Google, wenn man den Namen eingibt. So, das heißt, da definitiv. Das ist der Way to go. Na. Hey Sebastian, vielen, vielen Dank dir. Da war unglaublich viel wertvolles Zeug mit dabei. Na, ich habe fleißig gedanklich mitgeschrieben und Sachen, die ich jetzt hier gleich im Nachgang mal umsetzen werde, beziehungsweise mir jemanden im Team schnappen werde, mit dem ich das machen werde. Na. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung und ich hoffe, wir sehen bald ein paar lustige YouTuber von dir. Die kommen. Same time next week? Same time next week, all right.